Herzlich willkommen, wie gewohnt, am Montagabend. Heute ist es zwar erst 18 Uhr, aber trotzdem fangen wir schon an, denn wir wollen ja dem Pre und seinem European Nations Championship die Zeit einräumen, die ihm gebührt. Und an meiner Seite ist Christian Wopen, der hat sich wie immer hier eingefunden. Wir haben heute etwas ganz Besonderes, was die Fußballnation am nächsten Sonntag in Atem halten wird, nämlich das Finale unserer Europameisterschaft. Richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. Findest du auch, oder? Ist schon Find super. Finde ich auch. Finde ich super. Ja, du bist heute nicht so kommunikativ, merke ich. Doch, schon. Schon. Ich liebe diese Sendung. Ja. Auch wenn ich aus Gewohnheit schon immer Meteor Makers King of the Hill dazu sage. Mhm. Oder wie ich unter Freunden sage, schlechte Witze gut präsentiert. Das ist so mein Deckname für diese Sendung eigentlich. Hast du heute wieder ein paar mitgebracht? Weiß ich noch nicht, aber ich gehe davon aus. Also, da kommen bestimmt noch welche. Du meinst, die entwickeln sich erst während der Sendung. Ja, das ist ja immer so. Die sind nicht von vornherein da. Wenn diese Sendung zu akribisch vorbereitet wird, ist der ganze Flair weg. Wir haben uns aber trotzdem ein bisschen vorbereitet. Ein bisschen schon. Nämlich auch zu Wochenende, beziehungsweise wollen wir euch darauf vorbereiten. Denn am Wochenende findet etwas ganz Besonderes statt, das Worldwide Invitational. Zum ersten Mal, meine ich, außerhalb von Korea. Sonst hat es immer in Korea stattgefunden. Und diesmal in Paris. Wo war die letzte BlizzCon? Ja, BlizzCon und Worldwide Invitational sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge. Richtig. Die letzte BlizzCon hatte zwar auch ein Invitational, ne? Jetzt wolltest du mich auflaufen lassen. Ich habe meine Falle gestellt, aber er hat aufgepasst. Keine Chance. Ja, ich merke also, schon. BlizzCon war eigentlich immer in Anaheim. Richtig. Letztes Jahr gab es, glaube ich, ein Invitational und zwar im Mai. Da wurde StarCraft 2 angekündigt. Das war in Korea. Und dann gab es die BlizzCon. Die Wo in Korea? Seoul vermutlich. Ja, war nicht gibt so schwer. Es gibt jetzt nicht so viele Orte da, wo man das hätte abhalten können. Und dann gab es im August die normale BlizzCon. Da gab es auch ein Turnier. Giga 2 war vor Ort. Wer hat's gewonnen? Dürfen wir gar nicht verraten. Wir wollen nämlich nachher, wenn es jemand weiß, dann schön. Ach so, aber stimmt jetzt. Richtig. Wir wollen es gerade ein bisschen jetzt hast spoilern. Du gut aufgepasst. Ja, jetzt wir werden euch nämlich nachher noch ein bisschen mit Ausschnitten aus dem letzten Invitational, beziehungsweise der letzten BlizzCon, da gab es nämlich auch ein Invitational, beglücken. Heiß machen quasi. Vorher teasern. Richtig. Trailern oder so. Teasern wollen wir auch jede Menge, und zwar am Wochenende. Normalerweise ein Event, was ohne uns stattfindet, aber diesmal nicht. Ja? Also, was meinst du? Wir beiden sind zwar nicht dabei, nicht direkt, aber ESL-TV ist zumindest involviert. Denn wir machen da sozusagen die komplette Produktion für Blizzard. Und deswegen ist alles, was ihr am Wochenende sehen werdet, und es wird jede Menge sein, da werden wir auch auf der Seite einen dicken, fetten Banner haben, wo ihr wisst, da kann ich das schauen. Das Ganze das ist alles unsere Arbeit. In die ganze Welt übertragen wir dann quasi. Also eure Jungs hier fahren nach Paris und sorgen dafür, dass StarCraft, vielleicht auch ein paar Bilder von StarCraft 2, davon kann man wohl ausgehen. Wie viel wird man vor Ort selber erstmal feststellen müssen, wissen wir jetzt auch noch nicht. Und was sonst noch alles stattfinden wird, es wird ein WoW-Event geben, es gibt ein WC3-Event, glaube ich, auch. Nicht? Da sind schon ein paar Namen gefallen, die man ja nicht bestätigen kann. Und mal sehen, was Blizzard da in den nächsten Tagen dann offiziell bekannt gibt. Wir werden jedenfalls da sein. Und WC3 wird nicht von Mark Hoffmann moderiert, das ist ein bisschen tragisch dieses Jahr, leider. Aber da mussten Kompromisse machen. Wir mussten Kompromisse machen. Die Leute haben gesagt, sorry, der Marc, der ist einfach viel zu gut auf der Bühne. Ja? Da, man merkt ihm quasi an, dass er mit der englischen Sprache aufgewachsen ist. Ja. Und das ist für die Leute zu professionell gewesen. Ja. Deswegen hat man ihn diesmal nicht mit hingenommen, sondern Leute, die da ein bisschen flapsiger mit der Sprache umgehen. Das mag dann für den einen oder anderen Deutschen schwerer zu verstehen sein. Das ist aber auch, wie gesagt, einer der Kompromisse, den man eingehen musste in der Stelle. Es werden dann andere bekannte Gesichter moderieren auf Englisch, die mit dieser Sprache eben mehr als aufgewachsen sind. Also noch mehr als Mark Hoffmann quasi Richtig. Zu tun hatten. Die auch heute noch in Ländern leben, in denen diese Sprache gesprochen wird. Obwohl sie ja eigentlich hauptsächlich im Flugzeug unterwegs sind und in irgendwelchen Hotellobbys leben. In Hotelzimmern, die sie immer nach durchzechten, durchgefeierten Nächten verlassen, randaliert haben natürlich, denn jeder weiß, Moderatoren sind im Prinzip sowas wie Rockstars. Gerade E-Sport-Moderatoren. Wir hinterlassen kein Hotelzimmer so, wie wir es vorgefunden haben. Ja. Meistens haben wir dann nämlich ein WLAN installiert, was vorher gar nicht da war. Richtig. Aber gut, wie auch immer es wird lustig.
Und ich hoffe, ihr bringt mir viele Fotos mit. Ja, also ich werde auf jeden Fall die Digitalkamera schwingen und wenn möglich, werden wir uns auch ein paar Interviews von den Spielern abholen. Sollte eigentlich schon möglich sein, damit wir das dann in der nächsten Sendung zeigen können. Vorher wollen wir aber mal einen Blick darauf werfen. MIM hat hier schon eine Liste von Teilnehmern veröffentlicht, obwohl noch offiziell gar keine feststehen. Also das ist in dem Fall ein Gerücht. Ja, also auch von unserer Seite können wir das nicht bestätigen. Wollen wir das nicht bestätigen? Sollen wir das nicht bestätigen? Oh. Was auch immer. Ich kann jetzt irgendwie die Namen hier nicht mehr lesen, das ist ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall Pepsi Sky. Moon, Pepsi Sky, würde ich sagen. Grubby, Fly, okay. Todd, dann haben wir Lin, glaube ich. Ja. Sase und noch ein Koreaner. Wer ist denn das? Muss hier wieder ran. Nein, muss ich wegzoomen. Uli und wenn ich das überhaupt lesen kann. Fof. Da haben wir Fof natürlich. Es konnte nur was mit drei Buchstaben eigentlich sein. Das sind zumindest die Namen, die MIM hier angekündigt hat. Ob das so korrekt ist, man weiß es nicht genau. Und dann haben wir noch die StarCraft-Spieler. Da werden traditionsgemäß 4 Nicht-Koreaner und 4 Koreaner eingeladen. Das war zumindest die letzten Male so. Und da wird hier behauptet, es kämen Mondragon, Strelok, F91 und Hydra. Hydra bekannt als jemand, der es versucht hat, immer noch versucht in Korea, zum Pro-Gamer zu schaffen? Naja, bekannt dadurch. Weiß ich nicht. Ja, also er war auch schon vorher bekannt, meinst du? Ja, Ergebnisse sind nicht so toll. Also ich weiß nicht, ob er es schon geschafft hat, zur Bekanntheit zu gelangen. Vielleicht eher berüchtigt. Berühmt-berüchtigt dann. Durch einen Versuch, Pro-Gamer in Korea zu werden. Aber Vytra hat sehr schöne Ergebnisse erzielt. Drüben auf dem auf den PGL Finals? Waren es die PGL Finals? Ach, du meinst so generell? Na ja, der ist ja auch drüben gerade und zockt dort und der sorgt für einige gute Ergebnisse. Also ja, PGA Finals hat es, glaube ich, ins Halbfinale geschafft. Ja, das war so das erste bemerkenswerte Halbfinale, wohlgemerkt. Dort gescheitert, aber ich glaube, es wird nicht das letzte gewesen sein, was wir von ihm da gehört haben. Ja, Mondragon, Strelok brauchen wir eigentlich gar nicht vorstellen. Sind jetzt 2 Europäer, Chinese, Amerikaner, also US-Amerikaner und dann kommen 4 Koreaner. Hier sind 2 vorgeschlagene. Ja. Das ist einmal Jaedong und den zweiten, du musst wieder das ein bisschen... Das ist Bisou, der zweite. Müsste Bisou sein, auch wenn wir den Namen gerade nicht lesen können auf der Page. Müsste Bisou sein. Auch das lässt sich noch nicht bestätigen. Interessant ist, dass parallel in Korea zur selben Zeit ein relativ großes Event stattfinden wird. Jetzt habe ich gerade wieder vergessen, welches, aber... Die Star League ist das? Star League ist gerade wieder. Es ist immer gerade irgendein Star League, richtig, NBC, GOMTV, sonst was. Ich zocke StarCraft-Kram. Die sind da teilweise involviert, deswegen ist es sehr fraglich, ob die es wirklich sind. Und daher muss diese ganze Liste auf Meteor Makers natürlich mit Vorsicht genossen werden. Genau. Aber auch mit Vorsicht kann man genießen. Ja, und dann schauen wir mal, wer die 4 Koreaner sind, die da noch angekündigt werden. Wir haben schon leichte Vermutung, aber noch... wir haben so eine ganz vage Vermutung. aber noch nichts Genaueres. Genau, wir haben keine Ahnung. Bei Gerüchten haben wir auch eine sehr interessante Sache auf der Blizzard-Seite zu bewundern. Beziehungsweise eigentlich kann man da nicht so viel sehen, nur einen Teaser. Ja? Und diesen Teaser, den können wir uns mal hier anschauen. Ja, so sieht das aus. Ziemlich simpel gehalten, sage ich mal. Wenn man auf blizzard.com geht, dann sieht man also Le Bleu. So, und da gibt es jetzt jede Menge, was man entdecken kann. Hier zum Beispiel eine Rune, die auch auf Frostmourne, dem Schwert, zu entdecken ist. Also was ist da dahinter? Das ist sozusagen das, was man entschlüsseln soll. Und ich schätze, bevor das WWE dann stattfindet oder dort wird letztendlich enthüllt, worum es sich hier handelt. Die Leute sagen, das wolltest du gerade sagen. Fakt ist immer, wenn Blizzard sowas gemacht hat, stand die Ankündigung eines neuen Titels oder eines Expansion Packs an. Jetzt sind wir realistisch, StarCraft 2 gerade erst enthüllt, auf dem Event in Seoul damals. Gut, gerade erst, inzwischen auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Ja, über ein Jahr ist es schon her. Über ein Jahr schon? Richtig, im Mai 2007 schon. Das ist gestern gewesen. Ja. Naja, gut. Und was ist momentan in der Pipeline? Es ist sicher, dass ein neues WoW-Add-on kommen wird. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Da gibt es auch schon Alpha-Tester, Friends and Family. Genau, was es noch nicht gibt, ist ein offizielles Release-Date. Mhm. Dann steht aus, natürlich irgendwann ein neuer Diablo-Teil. Aber dazu gibt es überhaupt keine Infos bisher. Letzter Teil ist 2000 übrigens rausgekommen, wenn man so von 10 Jahreszyklen, die aber auch so ein bisschen konstruiert sind, weil zum Beispiel Warcraft wurde im Abstand von 8 Jahren veröffentlicht. Ja. Und es ist also nicht immer so, dass da tatsächlich 10 Jahre zwischen den einzelnen Titeln liegen. Und muss man realistisch sagen, und die meisten Stimmen sagen auch, Release-Datum für Wrath of the Lich King wird bekannt gegeben.
Wäre das war's. Ein bisschen trivial vielleicht. Ja, aber es ist, also ich glaube, Blizzard hat auch noch keinen, also sind ja diese drei Main Brands, World of Warcraft, Warcraft, Starcraft und Diablo, also diese vier Main Brands, von denen ich gerade eben vor 10 Sekunden schon gesprochen habe. Ich habe WoW dabei vergessen, weil es waren ja immer halt Warcraft, ist ja das sind Warcraft 3 und drei WoW Universen ist sozusagen. Ja, drei Universen, ja. Und kein Titel davon wurde ohne einen solchen Countdown angekündigt in den letzten 7, 8, 9 Jahren. Wobei es ja noch nicht mal ein Countdown ist, ja. Ich glaube, Blizzard ist die einzige Firma, die so eine Grafik einfach auf die Webseite stellt und damit jede Menge News, Gerüchte, Spekulationen triggert. Die aber der Regel nach jetzt von Tag zu Tag präziser werden wird. Also die Grafik wird sich wahrscheinlich von Tag zu Tag leicht verändern. Das ist zumindest bisher immer das Vorgehen gewesen. Das wäre sehr interessant. Vielleicht das heißt, morgen bricht das Eis vielleicht ein wenig auf. Und man kann erkennen, was sich unter dem Eis befindet. Wie Christoph Daum ja mal, der berühmte Fußballlehrer, gesagt hat, ja, wenn der Schnee schmilzt, nee, das war Rudi Assauer, das war gar nicht Christoph Daum. Aber Rudi Christoph Daum und Schnee sind auch zwei Dinge, die gut zusammenpassen. Ja, aber es war halt Rudi Assauer, aber der hat gesagt, wenn der Schnee schmilzt, kannst du sehen, wo die Scheiße liegt. Das ist natürlich Fußball, also so Fußball-Lyrik schlechthin. Ja, war ein bisschen, ich glaube, wörtlich war es nicht, aber schon nah dran. Gut, in dem Fall wird es hoffentlich nicht so negativ. Das hoffe ich auch. Ist ja kein Eis, ist ja kein Schnee, ist Eis, wollte ich sagen. Bevor wir jetzt mit unserer Europameisterschaft anfangen, wollen wir euch erstmal entführen in die Vergangenheit. Und bevor wir dann euch ein Video von der BlizzCon im letzten Jahr zeigen, gehen wir erstmal noch viel weiter zurück, nämlich ins Jahr 2005. Das war nämlich ein sehr schönes Jahr. Ja, und da ich habe euch beim letzten Mal ein TVZ-Finale versprochen. Jetzt habe ich, weiß ich nicht woran gedacht, aber auf jeden Fall nicht an Jaber gegen Sarenz, denn das ist ein PVT. Und wir haben uns also gedacht, naja, schauen wir doch mal auf die BlizzCon 2005 zurück. Da gab es nämlich ein TVZ. Ich finde das voll nett von dir, dass du mich da immer so einbindest. Wir haben uns gedacht, weil eigentlich habe ich mir dabei nichts gedacht. Das war einzig und allein Ullis Idee. Okay, dann du darfst da ruhig das ganze Lob für kassieren. Ich habe mir gedacht, während ich diese Sendung ganz alleine geplant habe. Also so war es jetzt heute auch nicht. Und da schon ruderst du wieder zurück. Ich rede also vom Wir. Ja. Wir sind ja schon ein Kollektiv, mehr oder weniger. Ja, wollen wir es zeigen? Ja, zeigen wir es. Haben wir denn nicht vorher noch so ein Intro für? Nee, ich glaube nicht. Weil das ja kein Great Moment ist, sondern bloß ein ganz interessantes Video. Aber es ist schon ein Great Moment. Eigentlich aber ich weiß ja, ob die Regie da jetzt bereit ist. Ob die so kreativ und spontan ist. Ich habe unsere Regie auf jeden Fall nicht überschätzt. Die hat das dabei. Und deswegen legen wir jetzt los mit einem Great Moment in StarCraft History. Wahnsinn, lange ist her, dass wir das letzte Mal gehört haben. Deswegen habe ich ja überhaupt damit angefangen. Ich wollte es einfach nochmal hören. Und wie gesagt, unser Great Moment, BlizzCon 2005, er spielt SM gegen Yellow. Genau, KTF Yellow, also ich glaube Yellow, wohl einer der größten Zerg, wie sagt man, die je gelebt haben. Und er spielt auch immer noch aktiv, also er spielt immer noch aktiv. 2005, 2008 immer noch aktiv. Hatte allerdings eine etwas schwächere Phase in den vor einiger Zeit und kommt jetzt hat nochmal ein Comeback gemacht und jetzt auch mit guten Ergebnissen wieder zurückgekommen. Ist ja, lass mich gerade mal lügen, einer der wenigen, der glaube ich 2 Star League Titel hat. Oh Gott. Ja, so präzise weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es waren 2. Und werden notfalls korrigiert. Es gibt da nicht wirklich viele, die 2 haben, also von daher. Ja. Gut. Wir haben auf jeden Fall Yellow in Braun, nicht in Gelb. In Gelb ist SM. Richtig. So ist das. So, wäre ja auch zu einfach gewesen, Yellow in Gelb, aber nee. So einfach macht das so nicht. Wir haben TVZ, ich könnte das nicht ändern. Kannst du, glaube ich, nicht ändern. Nicht im Replay, nein. Wir haben ein ZVT, genau. Und werden ein sehr interessantes ZVT sehen, wenn ich mich richtig an dieses Spiel erinnere, was ich damals 2005 ja live über die Schulter der Spieler geschaut habe. Über beide Schultern gleichzeitig. Ja. Also sie saßen nebeneinander. Nein, das nicht, aber ich war früher noch viel gelenkiger als heute. So, und wir haben, ja, wollen wir am Anfang vielleicht ein bisschen springen? Das ist ein bisschen. Das ist übrigens das große Finale, das steht 1:1. Genau, das ist die entscheidende Map der BlizzCon 2005.
ja klar, die Anfangsphase ist immer so ein bisschen dröge, ne? Ja, wir können ja dann ein bisschen auf die Taktik eingehen zu Beginn, uns das Ganze auf dem 2- bis 4-fach-Speed anschauen. Aber wir werden nicht so viele komische Dinge sehen zu Beginn, soweit ich weiß. Das hier das Depot standardmäßig natürlich macht gleichzeitig den Weg hinter die Mineralien zu mit diesem Depot. Und Yellow erstmal versucht eine 12er Fast Expansion. Wir sehen hier, wie SM ihn daran hindern will. Und das auch relativ erfolgreich schafft, sodass Yellow bereits jetzt 400 Mineralien hat, obwohl er nur 300 bräuchte für diese Expansion. Ja, und weil er das immer noch schafft und inzwischen 500 Mineralien hat, entscheidet er sich dann halt erst seinen Spawning Pool zu bauen und dann die Hatchery. Also das ist schon ein richtig heftiger Delay. Aber damit kann man gerade noch so leben. Wir sehen die Standardstrategie gegen Zerg. Da wird nicht nach der ersten Kaserne sofort auf Metal gespielt, sondern Marines und Medics. Kann man zwar machen, aber wird gegen gute Zergspieler nichts werden. Ich erinnere mich, da hat letztens jemand versagt. Ich weiß nicht, wer es genau war, der zu wenig M&Ms hatte. Kann schon. Das war, glaube ich, in der TSL ein Match. So, dritter Hatch bei Yellow. Gas wird abgeerntet natürlich. Und die erste. Das ist übrigens jetzt eine schöne Aktion. Das frühe rausgehen mit gerade mal 5 Marines. Ja, und einem WWF. Sollte man nicht vernachlässigen. Genau, denn es zwingt, kommt er jetzt, es zwingt den Zerg einfach dazu, was zu machen. Nämlich Geld auszugeben für weitere Units. Wir sehen hier, dass die Sunken noch nicht fertig ist. Die wird jetzt in Auftrag gegeben. Das lässt er dann auch, geht gleich wieder zurück. Denkt sich nichts Böses dabei. Allerdings muss er sich jetzt beeilen, denn die Linke sind natürlich schneller. Hier läuft das Upgrade zum Leer. Und er kann in der Zwischenzeit auch expandieren. So, und jetzt kommt's. Fight. So, und jetzt denkt sich vielleicht manch einer, ja, warum jagt denn der Yellow da seine Linge in die Marines rein? War doch klar, dass er den Fight nicht gewinnt. Das ist so im Prinzip richtig, nur das waren jetzt 8 Linge, glaube ich. Die kannst du dann eh nicht mehr wirklich gebrauchen. Also im Early- bis Mid-Game sind die Linge jetzt nicht mehr so tragisch. Und er kommt nie wieder an Marines ohne Medics ran in den nächsten Minuten. Die würden jetzt gleich fertig sein. Hier läuft Stimpak Upgrade und die ersten Medics sind im Bau. Das heißt, er hatte jetzt die Hoffnung, noch 2, 3, 4 Marines zu killen, dass es am Ende nur 2 waren. Es hat sich natürlich nicht gerechnet dann, aber der Versuch war wenigstens logisch irgendwo noch. Und er macht erstmal einen Spire. Hat natürlich auch gleichzeitig gescoutet. Terra Expansion durch den kleinen Go eben. Umläuft jetzt den Terra oben rum. Ist auch da, aber gegen Firebat, das ist schwer, obwohl der irgendwie nicht so viel Support von seinem Medic hatte. Läuft das nur zum Scouten rein, wie wir sehen hier. Ja. Wird er auch gleich sterben, da ist noch ein einziger Zergling am Leben. Der kann vielleicht noch ein bisschen überleben, aber gleich hier am Ausgang. Er hat halt alles gesehen, ne? Ja. Also einmal komplett rumgeguckt, was gibt's da so zu sehen. Und hat jetzt seine Mutas fertig. Ja. Hier weitere Sporen. Ist natürlich, Mutas sind gegen M&Ms schwach. Deswegen muss er hier erstmal stationär absichern, damit er keinen Counter bekommt. So, jetzt hat er hier 6 Mutas dabei. Ah, es sind 5, glaube ich. Sind schon 6 mindestens. Hier oben 3, da unten nochmal 4. Es sind 7 Stück. Ah, ist gut, natürlich so ein bisschen, ne? Sache mit dem geübten Auge für sowas. Man kann es nicht wirklich erkennen, wenn man einfach mal so hin und wieder drauf guckt. Wir sehen hier, wie sie auseinandertreiben. Wenn man sie also einfach stehen lässt, dann... Ja, und deswegen fliegt er auch immer wieder auf die Mineralien zu. Also er braucht einen Punkt, auf den er klicken kann. So, geht jetzt hier Hit and Run rein und hat einen Marine bekommen. Muss aber hier aufpassen. Er wollte den Marine bekommen, hat aber nicht geklappt. Der überlebte knapp, aber er hat überlebt. Und parallel jetzt der Lurker-Tech. In der Sekunde gerade begonnen. SM muss erstmal zusehen, dass er sich gegen die Mutas ordentlich absichert. Und wenn du einmal den Spieler Yellow in der Main hast und keine Defense mehr dagegen, dann sieht das ganz schlecht aus. Aber jetzt hat er ihn gut erwischt hier. Killt einen Mutalisk und die anderen sind sehr, sehr angeschlagen. Kann zwar nochmal ein SCV, kann das Depot hier abbrechen erstmal. Muss jetzt ein neues SCV hinschicken zum Bau. Aber das ist im Prinzip Zeitschinderei vom Zerg. Gegen gute Terraner ist das Spiel nach sowas einfach noch nicht vorbei. Gegen schlechte kannst du es so sehr schnell unter 10 Minuten beenden. Gegen die besseren wird das dann so ein bisschen schwierig. Die Hydralisten werden jetzt schon vorgeschickt, damit die dann gleich gemorpht werden, hier, sobald das Hydra-Upgrade fertig ist. Damit sie dann nicht... Oh, vorsichtig, wo man hinfliegt. Hat er einen verloren, der war eigentlich schon relativ low, wenn mich nicht alles getäuscht hat.
Und wenn er die Hydralisken hat, sie schickt sie jetzt hier oben in die Ecke, kann er sie nämlich direkt an der Base morphen und muss nicht warten, bis die hier gemorpht sind und dann noch den ganzen Weg laufen. Er hat quasi die Strecke jetzt schon an Zeit gespart dann gleich. Sehen Sie, noch ziemlich langsam. Ja. Da fehlt noch das Speed-Upgrade. Aber halt hier links oben schön in die Ecke rein und dann sofort das Lurker. Also der Lurker-Morph, das die... Den Lurker-Morph, wie auch immer. Das ist der Morph, die Morph, das Morph. Morph ist... Der. Weiß ich nicht. Das ist kein deutsches Wort, deswegen... Das ist halt ein Verb. Transformation wäre das im Deutschen, oder? Ja, es wäre dann die. Die Transformation. Die aber die Morph ist auch irgendwie... Ne? Ja. Das ist Deutsch. Die Morph. Die. Na, du hast es, glaube ich, erkannt, ne? Nein. Nein? Ah, Simpsons-Folge. Ach so, sowas schaue ich leider nicht. Tingle Tangle Bob schreibt Die Bart, Die, und verteidigt sich vor Gericht damit, dass das Deutsch sei. Das heißt Die Bart, Die. Ach so, wie hat man das im Deutschen übersetzt? Ja, ja, genau so. Also nicht besonders elegant. Hm. Okay. Okay. Aber die Folge werden einige sicherlich kennen. Hier werden jetzt die Lurker eingegraben, damit der Terror erstmal nicht rauskommt. Er hat sehr auf Marines, Medics gesetzt, 4 Racks und jetzt kommt erst gleich der erste Tank, hat auch noch keine Science Vessel, das Science Facility. Ja, aber ist kurz davor, kann also nicht mehr lange dauern. So, jetzt werden sie hier eingegraben, die Lurker. Damit containt er ihn schön in der Basis, denn wir wissen, was Lurker aus Marines und Medics machen, nämlich Hackfleisch. Sobald die da rüberlaufen, ist ziemlich schnell aus, da können auch die Medics nichts mehr helfen. So, jetzt scannt er hier einmal, hat aber, glaube ich... Er hatte, glaube ich, schon vorgehabt, anzugreifen. Aber... Ja, da kann er sich... Als er dann gesehen hat, so viele Lurker... Also, jetzt gräbt er sich ein, muss er sich zurückziehen. Kommt von hinten aber die Zerklinge und Contain ihn. Da hat er den schön eingeschlossen hier. Hat auf jeden Fall einige Marines erwischt. Und die anderen müssen sich zurückziehen. Jetzt mit Position halten. Er wird es hier Stück für Stück ihn versuchen, immer weiter in die Basis zurückzudrängen. Aber schön gesehen, wie er eigentlich... hat gesehen, okay... Hier hat er dann so einen Riesenhaufen platt gemacht, aber weiter Go machen wäre in die Hose gegangen, weil hier kommt dann der Bunker und SM steht jetzt schön in einer weit verstreut halt. Deswegen gar nicht erst weiter Go gemacht, hat sich bloß wieder neu in Position gestellt. Harris oder checkt nebenbei mal kurz mit dem Mutas hier in der Mitte. Harrison kann man das mit 2 Mutas wohl nicht mehr nennen. Expandiert parallel rechts unten und baut natürlich weitere Mutas nach. Und techt auch jetzt schon zum Hive. Das Queen's Nest, was dafür nötig ist. Und SM muss halt zusehen, dass er langsam rauskommt. Sonst übernimmt Yellow so langsam die ganze Map und dann wird's vorbei sein. Sehen wir mal schön mit Pathfinding gerade. Ja, Dancing SCV. Und sehen wir auch, wie es vom Medic geheilt wird. Die einzige Einheit, die sowohl repariert als auch geheilt werden kann. Ja. Ja, vielleicht gibt es noch andere. Oh, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelegt mit einzige. Die WWF sind eine Einheit, die sowohl repariert als auch geheilt werden kann. Weiß nicht, vielleicht gibt es noch eine zweite. Ja, im Prinzip ja Medics. Heilen und können geheilt werden. Oder geht es dir um das Reparieren im Speziellen? Es geht mir darum, man kann ein WWF mit einem anderen WWF reparieren. Man kann es aber auch mit einem Medic heilen. Ah, ach so. Das können, glaube ich, nicht so viele Einheiten der Terraner. Und ich vermute, dass die Medics da die einzigen sind. Die WWS die einzigen sind. Ja, liegt so richtig. So, jetzt hat er natürlich seinen Science Vessel dabei. Das gibt ihm hier einen Vorteil. Jetzt schauen wir mal. Hier wird er gleich eingegraben haben. Oh, dann muss er sich auch zurückziehen. Ja. Sonst ist er ganz schnell vorbei für die Marines. Hat nochmal einige Schaden ausgerichtet. Muss jetzt hier versuchen, den Tank down zu bekommen. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er sich hier ziemlich gefahrlos reinbewegen, weil die Tanks nämlich das sind, was ihm da normalerweise das Rückgrat brechen würde. Jetzt bewegt er hier seine Marines rein. Das ist nicht so clever nicht von wirklich. SM. So, das sind aber jede Menge Mineralien. Warte mal, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mutas, Lurker. Ja. So, jetzt verheizt er hier seine Zerklinge, die haben überhaupt keinen Schaden ausrichten können. Ich glaube, das war nicht geplant. Geht jetzt noch näher ran. So, muss jetzt versuchen, in Reichweite der Tanks zu bekommen, weil sonst wird er hier immer wieder erwischt. Hat jetzt die Terrors dabei, um jedenfalls ein Science Vessel runterzuholen, aber das ist zurückgeflogen und damit nicht mehr in Reichweite. So, jetzt hier... Kriegt er den Bunker down, wird auch die Marines da down bekommen, versucht hier mit dem Terror reinzugehen und schon ist die Detection dahin. Da steht der Turret aber zu weit entfernt und jetzt noch ein einziger Tank, der auch gleich down gehen wird. Das sieht schon mal ziemlich gut aus für Yellow. Hier wird die Basis da unter Druck setzt. Währenddessen, ich wollte gerade sagen, währenddessen droppt er allerdings die Expansion und killt diese auch. Also während des Fights
hat er hier den Drop gemacht. Keinerlei Gegenwehr von Yellow, der sämtliche Units gerade oben hatte, beziehungsweise auch nicht gemerkt hat, dass er gedroppt wurde, so richtig. Ja, und hier greift er jetzt dann mal mit den beiden Lurkern an. Die vier hier, 1, 2, 3, 4, die machen nicht mit. So, scannt hier, kriegt auch noch einen Schuss. Wie viel kriegt er denn hin? Ah, zwei. Also jetzt müsste die Tank schon weg sein. Frage ist, ob er da nochmal scannen wird. Komsat da, die brennt ja gleich ab, wenn er nicht aufpasst. Ja, die brennt ihm tatsächlich ab, wenn er es nicht rechtzeitig merkt. Und unheimlich viele Linge auf Seiten von Yellow mit 2-0 Upgrades, 2 Armor, 0 Attack Upgrades. Sind auch Cracklinge. Jetzt versucht er hier nochmal rauszukommen. Versucht da an der Seite vorbeizugehen. Könnte er vielleicht noch schaffen. Geht dann, während der Scan kommt, steht er sozusagen per Surround da und kann sofort die Lurker holen. Ja, und Yellow hat jetzt nur 70 Supply, hat hier unten seine Expansion verloren, baut die neu auf. Und hat ziemlich viele Zerklinge, ehrlich gesagt. Ja, sehr viele Zerklinge, aber das ist okay, denn, wenn wir mal schauen, Moment, den Weg finden zur Basis hier. Wobei Zerklinge ohne Vergifter dabei, aber da hat er auch gerade den ersten, natürlich nicht so sinnvoll sind, aber jetzt. Das ist ja eine relativ einfache Rechnung, sag ich mal. Der Gegner hat Ranged Units, also. Jede Menge Defiler dabei, schon im Dark Swarm können die überhaupt nichts mehr machen. Und wenn man damit einen großen Teil des Schlachtfeldes abdeckt, dann sind die eigenen Einheiten auf jeden Fall von Vorteil, weil ich glaube, Lurker machen weiterhin Schaden, oder? Ja. Im Dark Swarm. Lurker? Also. Lurker sind eigentlich schon eine Ranged Unit. Ich wollte gerade sagen. Aber sie machen, glaube ich, auch Splash Damage, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, da kommt der erste Dark Swarm, da müssen sofort die Marines raus, aber wir sehen auch Bestrahlung hier und in so einer Zerkling-Gruppe ist ein bestrahlter Zerkling schon mal ziemlich nervige Angelegenheit. Jetzt stehen die Tanks hier in der Gruppe, müssen sich rausbewegen, können also nur außerhalb dieses Dark Swarms überhaupt angreifen. Zerklinge sind da unterwegs, haben auch schon einige Schaden angerichtet. Das ist jetzt übrigens auch fies, dass er jetzt im Prinzip ein paar Marines von hier oben hatte. Und hat jetzt er den ersten Vergifter geholt. Und hier sind jetzt die Lurker und er hat ein paar Marines rechts und ein paar Marines links und Tanks auch natürlich links davon. Aber er hat seine Science Vessel verloren, muss eine neue nachschicken, damit die Tanks hier wieder die Lurker anfokussen können. Kurzer Prozess mit dieser kleinen Gruppe Marines. Terra Expansion links oben in der Ecke. Auch nicht vergessen. Und gleichzeitig auf 12 Uhr. Aber Asim hält sich ganz gut. Bestrahlt sofort immer die Defiler. Die haben ja nicht sehr viele Hitpoints. Ja, und wir sehen, die machen auch Schaden an den umliegenden Lurkern, so jetzt versucht er rauszugehen. Wenn er es ja schafft, jetzt eine halbwegs gute Route mit seinen Dark Swarms hinzulegen, hat er auch gemacht. So sehen wir nicht genug Energie, wollte er sich weiter dann setzen, konnte aber nicht. Sehen wir hier richtig schön, also 1, 2, 3, 4. Er frisst einen Lurker, der wahrscheinlich bestrahlt war. Und so, vielleicht der nächste geht's. Dark Swarm. Lurker graben sich nochmal ein. Zwei verliert er allerdings dabei. Ja. Hat hier einen Vorteil, dass er kaum Schaden abbekommt, wobei kaum natürlich so eine Sache ist. Also den Splash Damage kriegt er eigentlich immer noch ab. Ja, nee, nicht so richtig. Du kannst das hier sehen, der Lurker. Ja, stimmt, der nimmt gar überhaupt keinen Schaden. Er nimmt überhaupt keinen Schaden. Weil der Lurker ist ja das Anvisierte. Das heißt, der wird anvisiert, das heißt, er bekommt auch keinen Splash Damage in dem Moment. So, jetzt, wenn er jetzt auf jetzt das schießt er auf WBFs. Genau, wenn er jetzt auf das WBF schießen würde, dann bekommt der Lurker wieder den Splash Damage. So, und wir sehen, was der Dark Swarm da einfach für einen Unterschied macht. Normal sind die Lurker überhaupt keine Chance, aber sie stehen im Dark Swarm, sie kriegen überhaupt keinen Schaden von den Tanks ab. Und er wird immer wieder neue Dark Swarms setzen. Ich glaube, er hat das auch ziemlich im Gefühl, wann der eine da aufhört, wann er den nächsten setzen muss. Aber jetzt fehlt ihm, glaube ich, der Defiler. Wo hat genau, er den, ne? Der ist eben verreckt. Er schickt jetzt hier Linge hoch, aber hier ist auch ein Bunker. Dummerweise hat SM die Marines noch nicht im Bunker drin. Und der schafft es auch nicht ganz. So, reißt den Bunker ab, damit auch die neuen Marines nicht einfach reingehen können. So, jetzt werden die Lurker ziemlich schnell sterben. Wir sehen das hier. Da kommt er mal raus mit 11 HP. Schafft er es noch? Mit 7. Ich weiß nicht, wie weit der nochmal kommt. Schafft er noch. Da kommt ein neuer Defiler. Ein Dark Swarm hier. Der ist immer noch nicht tot. Ja, aber er gräbt ihn außerhalb ein. Aber schön für zwei Dark Swarms nochmal. So, nochmal bestrahlt. Das ist auch eine gute Methode, um Einheit unter einem Dark Swarm zu erwischen. So, und bekommt den Schuss von... Diesmal hat er aber das Splash Damage abbekommen. Ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat.
Die Expansion wird ebenfalls angegriffen, den Link, nachdem er hier sämtliche SCVs gekillt hat, hat jetzt wieder neue hochgeschickt. Die Main ist inzwischen leer. Auch da kommen jetzt die SCVs hoch. Und hier kommen jetzt wieder zwei Dropships. Und auch wenn hier inzwischen dreimal eine Sunken stehen, das sind jetzt wie gesagt zwei Dropships komplett. Und die haben auch gegen drei Sunkens eine gute Chance. Denn von den Upgrades her, zwei Upgrades momentan für Asim. Wenn wir auf die Machine Dogs achten, jeweils schon wieder zur Hälfte rum die nächsten Updates. Und er ignoriert sogar die Sunken und greift als erstes die Hatchery an. Denn die muss auf jeden Fall down gehen, sagt er sich. Und jetzt lässt er sie mit 22 Hitpoints stehen, auch nicht so schlau. Aber jetzt ist sie weg. Neuer Go derweil hier von Yellow. Auf die Natural Expansion, wieder mit Dark Swarm davor. Und wieder ein Lurker ganz fies eingegraben hier. Ich wieder gar keinen Schaden. Und kann so nochmal in Ruhe da ein bisschen rumschnetzeln. So, muss er mit dem Tank außerhalb der Reichweite sich aufbauen. Macht er auch. Kommt noch ein zweiter dazu. Aber dann hört der Dark Swarm auf. Schafft er denn da den Tank zu erwischen? Nein, nicht wenn die Marines nachkommen. So, hier die Expansion ist weg. Ja, und so langsam muss Yellow mal ein bisschen Gedanken sich machen. Denn auch seine Main und Natural Expansion sind gleich leer. Nachdem er jetzt zum zweiten Mal diese Expansion hier unten verloren hat. Ja, er hat einfach nicht gut genug verteidigt, aber sie waren auch immer beide im Angriff. Währenddessen verschiebt er einfach mal direkt in den Lurker rein seine SCVs, kann ihn aber holen, weil er ein Forschungsschiff, also sogar mehrere dabei hatte. Also dritte war eigentlich die zweite Expansion. Erst für... Aber jetzt ist langsam auch notwendig hier für SM, denn er hat keine Mineralien mehr, weder an seinem Natural noch in seiner Main. Ja, und hier oben läuft es jetzt so langsam, denn hier kommen jetzt die SCVs hoch. Die hätte er gerade übrigens kriegen können, wenn er, als sie da aneinander vorbeigelaufen sind. So, ein Terror dabei, der ist aber explodiert, bevor er Schaden anrichten konnte. Also wir sehen, das ist jetzt ein richtig anspruchsvolles Spiel, weil einfach mehrere Brennpunkte gleichzeitig zu beachten sind. Er muss zum einen seine Eco wieder ans Laufen bekommen. Und zum anderen muss er sich dagegen verteidigen, dass hier die Lurker die Basis zerlegen. Ja, gleichzeitig expandiert er auf 12 und Asim geht mit der kleinen Truppe von unten nach oben. So, jetzt ist hier der Swarm weg. Und hier sind auch nochmal... Sobald er die Vergifter verliert, hat er eben da immer das Problem, dass er nicht mehr allzu lange überlebt. So, nochmal der Darkswarm, da können sie keinen Schaden machen. Die Zerglinge können trotzdem angreifen. Das heißt, hier wird quasi nur Schaden an denen, die außerhalb stehen, angerichtet. Der Rest... Der schnetzelt einfach fröhlich weiter, ohne dass hier irgendwas passieren kann. Alle down, jetzt nur noch Marines, na, Medics am Leben, meine ich. Aber wir sehen das, sie haben jetzt drei Armor. Das heißt, ein Armor hat so ein Medic sowieso. Marine hat halt normalerweise jetzt 0 plus 3. Und ein Zergling macht eben ohne Damage Upgrade 5. Das heißt, auf einen unupgraded Marine würde er jetzt 5 Damage pro Schlag machen. Er macht aber im Moment nur 2. Das ist... Ohne Attack-Upgrades wird Yellow hier mit diesem... Wie hast du gerade gesehen, wie unglaublich lange er gebraucht hat, um diese Marines zu killen. Er macht halt, ja, genau genommen muss man sagen, 2/5 dessen, was er normalerweise an Damage machen würde. So, bekommt jede Menge Schaden, kann er da eingraben. Das war unklug. Das war richtig unklug, weil, naja, den Lurker zumindest hätte er noch kriegen können, wenn er die hinteren etwas später ansiege hätte. So, jetzt läuft hier die Terra-Expansion und schon wieder hat Yellow da... seine Linge hingeschickt. Aber auch die SCVs haben auch nicht natürlich mehr so viel Schaden. Nee, auch die haben 3 Armor-Upgrades. Das heißt, sind jetzt schon ein bisschen wie Marines von der Verteidigungsqualität her. Ja, und ich schau dir das mal an. Unglaublich lange. Da gewinnt ein Marine gegen einen Crackling, also gegen einen Speed plus Attack und Laufspeed abgegradeten Zerg. Hat er denn jetzt wenigstens mal eine Evo-Kammer irgendwo gebaut? Ja, ja, die hat er. Er hat ja Upgrades, er hat aber nur Armor-Upgrades. Ja. Keine Attack-Upgrades. So, gegen den Tank sind es natürlich weiterhin so effektiv. Der hat keine Upgrades. Aber diese 3-3 Marines, die sind halt heftig. Und so langsam muss Yellow zusehen. Macht er wieder Go. Wird sofort bestrahlt und sowohl der Lurker als auch der Defiler hängen da in den Lingen drin mit ihrer Bestrahlung. Und er erwischt sämtliche Tanks. Das war's aber auch. Will da in die Main rein. Da zwei Tanks stehen. Aber, jetzt sehen wir hier was Schönes, ist nämlich außerhalb der Minimum Range, das heißt dieser eine Link kann jetzt ganz lässig sowohl den einen als auch den anderen Tank auseinandernehmen und hier unten stehen die Marines und das hat Aslem nicht gesehen, sonst hätte er dich hochgeschickt. Wir haben eine interessante Frage und zwar, warum der
Terra jetzt keine Adler spielt? Bringen nichts. Adler? Hm. Machen ja, zwar tierisch Stimmen. Muss das natürlich noch erläutern. Ja, erstmal Ranged Units, sowieso schon mal. Teurer als Marines. Benötigen andere Upgrades, das heißt, seine ganzen Marine-Upgrades werden nutzlos. Dann Spinnenminen sind durchaus eine Option gegen Lurker plus die Pfeiler. Das ist schon richtig. Die machen da wirklich auch einen guten Job. Aber außerdem hat er nur eine Fabrik. Ja, für ihn wär's jetzt zwei inzwischen. Aber umtechen. Er müsste also nochmal mindestens zwei Facts dazu bauen. Er müsste das Speed-Upgrade für die Adler erforschen. Er müsste die Spinnenminen erforschen. Er müsste aus zwei Facts pumpen, hat aber, wie wir sehen, sechs Racks gebaut. Also auch das wäre nochmal ein großer. Produktionsgebäudemäßig ergibt das auch keinen Sinn mehr. Also er muss jetzt schon wieder links oben abreißen. Und gegen solche Unitmassen ist es halt auch extrem schwierig mit Adlern, denn die Schussfrequenz von Adlern ist deutlich geringer als die von Marines. Und je größer, also je schlechter die Schussfrequenz einer Einheit ist, desto schwächer ist sie natürlich gegen große Gegnermassen geeignet. Logisch. Denn wenn eine Unit quasi überlegt, ein Zergling mit ohne Upgrades, ja. Der bräuchte also dann von einem Adler mit Upgrades, und sagen wir, es gleicht sich aus, hat 35 Hitpoints, braucht also zwei Adlerschüsse. Wenn du jetzt einen Riesenpulk Adler hast, dann wirst du extrem viel verschwendete Feuerkraft haben, weil immer wieder einzelne Zerklinge drei Schüsse abbekommen oder so. Du brauchst also Unmengen von Adlern, damit sich das irgendwie rechnet. Und da sind dann einfach Marines die bessere Wahl. So, Essen versucht jetzt endgültig, und er weiß natürlich auch warum. Diese aber Yellow hat auch schon ein dickes Problem hier. Ja, nämlich, er sammelt Mineralien da, wo er gar keine Hedge mehr hat. Er muss, denn mehr hat er nicht. Das sind so seine Units hier. Sechs Linge und einen die Pfeiler. Da waren es nur noch fünf Linge. Ja. Also viel ist das jetzt nicht. Da schauen wir mal, was Essen dem noch entgegensetzen kann. Ja, und wieder kriegt er die Pfeiler. So, alle Terrors geholt, bevor sie da Schaden ausrichten konnten. Er macht nochmal einen Dark Swarm, stellt da seine Linge drunter, aber Assim interessiert sich jetzt für drei Linge überhaupt nicht mehr. Der hat hier unten schon wieder zwei Tanks und ein paar Marines stehen. Er geht jetzt mit dem, was er hier oben hatte, sollte vielleicht die Medics mitnehmen. Ja, die stehen da in einer lustigen Gruppe. Betriebsausflug der Krankenschwestern. Ja, und er geht jetzt raus und Yellow hat nonstop Druck gemacht. Ja, und irgendwann hat er gemerkt, jetzt habe ich irgendwie keine Kohle mehr. Ja. Und der hat es geschafft, sich eine Expansion zu sichern. Das ist jetzt eher schlecht für mich. Dann kommt hier der Go, der setzt da sogar nochmal einen Dark Swarm, aber Yellow sieht ein, dass er gar nichts mehr hat, um das zu verhindern, und geht raus und verliert damit dieses Finale. Unglaublich. Also damals SM richtig stark, hat der Koreaner im Finale der BlizzCon 2005 besiegt. Incredibile. Ja. Und ja, damit sind wir sozusagen mit Teil 1 unserer Greatest Moments für heute fertig. Aber wir haben natürlich noch einen weiteren Moment. Nämlich. Wir haben noch einen Moment? Ja. Beziehungsweise wir haben vom letzten Jahr noch was ausgegraben. Nämlich gab es da. Ich wollte gerade sagen, damit habe ich aber nichts zu tun. Das lassen wir jetzt andere machen, oder? Ich muss das nicht schon wieder moderieren. Nee, da lassen wir. Geben wir schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie es eventuell am Samstag und Sonntag dann aussehen könnte. Denn beim letzten Mal waren wir in Anaheim und haben da die BlizzCon übertragen. Und da gab es ein sehr interessantes Finale in StarCraft. Da hat Xavier gegen Nalra gespielt. Und daraus zeigen wir euch jetzt noch einmal einen entscheidenden Moment. Oh, actually, you know what? Hold that thought. All right, I'm not going to start the game until you guys make a lot of noise. The players are ready. Let's do this. Game 2 of Nalra versus Xavier. Zerg versus Protoss. It's going to be on reverse LT. Our Lost Temple, excuse me. It's going to be an exciting game. I can bet we're going to see a fast expo again, but who could say? It's going to be tough. Already we're seeing now the yellow Protoss over at the 2-3 o'clock position. Down below near the 6 o'clock, we have Xavier, who's orange Zerg. Okay, now again, they're not as close to each other as they would be if, say, Xavier spawned at the 12 o'clock position. So how many expansion spots do we have on this map, say, compared to before? This is a four-player map. So there's going to be a little bit of scouting. Xavier, unfortunately, does not end up scouting in the right direction. He will find out where his opponent is a little bit later. Wait. Oh, early probe again? He's doing something crazy again. Maybe another pylon? I don't know. I think so. Maybe he wanted to go in that building. I don't know. Okay, I think what we're going to see here is what's known as the proxy gate. Yeah.
All right, there's enough room for one gateway here and one gateway here. You can't build on this on these rocky stuff over here. Now, what is why that? Is he doing this? Why do you think he's doing this? Well, first of all, I think that while a lot of Protoss players tend to fast expand on this map, if I was in a difficult position like Nalra is, being down one game, Nalra's, you know, quick win tactics work quite nicely. And this is basically where he has his two gateways over here. Instead of him fast expanding, he's just going to rush them. And yeah, and now the gateways are much closer to the base, regardless of where Xavier is at, if he's at the top or the bottom. Exactly. And what this means is that he feels that he could beat Xavier on the micro front rather than on the macro front. Because you did say Xavier is very strong in his macro. He's very strong in macro. And the question, of course, is going to be, will the Overlord cross these gateways? He's put him in this position so that hopefully Xavier will never encounter them. But look, he's scouting with a drone. He wants to scout early. Xavier wants to be safe. He's going to say, forget about it. I'm not just going to send the Overlord out. I'm going to send the drone out as well. He's going to come over here. And just like we saw with Xavier versus Iris, he's going to be like, wait a minute. You don't have... It's a pylon. Yeah. Like, where's your buildings, man? He's like, you forgot to make any buildings. Wait, did he actually go all the way over there? No, he... You know what? Okay, this is interesting. I don't think he actually scouted. I might have missed it. I think he thought now Rob was going to fast expand. Yep, he did. He's scouting up on the top now. So he is not going to be ready for this. Okay, so he's getting the Zealots ready. Nalra checking out exactly how many drones and Zerglings his opponent has. But the Zerglings are headed right towards this expansion. Is that Overlord going to check it out? It looks like the Overlord's getting close. Realizes he missed where his opponent was. Nalra knows he has to send the Zealot back over here. This is a very difficult position right now. Left his base vulnerable. He's left his base very vulnerable. The Zealot has to rush over here and use these probes to help defend himself. Meanwhile, he's going to use these Zealots to go over here and attack. Here it comes. Can he micro right? It's all going to come down to this. You do not want to lose any of your probes, but at the same time, Xavier has to use these Zerglings to the best of his ability, and he's doing it. He's doing a lot of damage. He lost one Zergling. The other guy's lost three probes. Zerglings have taken out that Zealot that was coming down here, but here comes another one coming back over here. Here comes some more Zerglings, and Nalra just has to control it just right now, and he is going to eventually hold that off. Meanwhile, a bigger rush going on down here. More and more Zealots flooding down here. If the question is going to come down to, did Xavier get enough drones? And did Nalra make the right decision sending only one Zealot back over there? Okay, now keep in mind, he did lose six Zerglings. Those are six Zerglings he's not going to be able to use to defend this expansion, even though there's six more coming up here. If he can keep making probes and stay in this, he might be able to take out this expansion. But instead, he runs around again, beats down one of those Zerglings, and instead is going to go back over here. Xavier might not be in a good position right now. Another Zealot coming over here to help defend that expansion. Oh my God, Bunny, this is so intense. All right, more Zerglings coming in. We have the drone also coming in. The Zerglings, oh, now more coming in with the drones to help, and it looks like Looks like he tricked Nalra into sending Zealots back to his base, and then instead returned the Zealots back towards, returned the Zealots back towards the Savior's expansion to save them. But you know what? It's not over yet, because he could still possibly pull something off with this rush. He just has to micro perfectly. He doesn't want to lose. He wants to use the Zealot to the best of his ability. Wow, he did manage to actually push that back. That was pretty nice. The Zealots is not coming. You don't want to lose any drones, Saber. You better be really careful about that. Here we go. More and more micro coming up here. He's going to use those drones to get those Zerglings stuck. Here comes another Zealot. But I think there might be too many Zerglings to get away with this. I'm not quite sure. Here we go. One Zealot about to go down. And the second one's going to go down as well. It's not good for him. Two more Zealots on the move. It looks like Nalra has decided there's no way he can keep making this probes. This is not looking good. GG. Oh my gosh. GG coming from Didn't Nalra. Have enough probes. It's too late. Yeah. Xavier won. He is the best. What Very quick say? Game there. We didn't get to see a whole lot. Do you think that the gateways being positioned out in the middle of the map really hurt him there? No, I think what really hurt him was when the Zerglings got all those probes, because he couldn't keep rushing with the Zealots and keep making probes. So Nalra had to make this decision where, well, do I stop? I mean, I'm not a Terran. I can't lift my gateways off and go back to my base and play defensively. I have to go all in now. I have to keep making Zealots, and I have to micro as hard as I possibly can, and hopefully I'll win. Because when you get behind that many probes, you can't keep making Zealots out of two gateways and make probes out of your Nexus.
Right, well, that was kind of anticlimactic there for a grand final win, but still, we have Xavier, who is your grand champion for the StarCraft Invitational at the BlizzCon 2007. We're going to bring him back on stage. And I'm sad for Nowral. Oh, it's all good. Silver medal's not bad. Are we going to go ask him some questions now? Is that the plan? Are we going to ask him some questions now? Let's go ahead and bring him on stage. We definitely have to congratulate Xavier, our BlizzCon champion. All right, now here's Nowral coming on the stage, everybody. For a good try for Nowral. Big hand. Thanks so much, Nowral. And then your BlizzCon champion, Xavier. All right, I'm going to ask a few questions to Nowral first. Nowral, I'm sorry you didn't win. How are you feeling? (웃음) 경기 뭐 졌지만 뭐 크게 신경 쓰지도 않았고 지금 뭐 기분 굉장히 좋고요. 많은 사람들한테 좋은 경기를 보여드렸다는 것만으로도 기분이 매우 좋아요. Even though I lost, I didn't really care about losing since I showed you guys a great games. Thank you. All right, and do you have anything you want to say to all the people that are here to see you right now and the people that were rooting for you? I couldn't hear you because of the echo. Do you want to say anything to the people that came to see you? 다음에도 또 이런 기회가 있을 것 같은데 그때까지도 열심히 게임을 하면서 또 그때도 여러분들한테 좋은 게임, 재밌는 경기를 보여드리겠습니다. 감사합니다. I will have another chance like this, like BlizzCon, so I can play these games. I will play until then. I will play my best so I can win next one. Thank you. All right, and my next few questions are going to be for Xavier. Xavier, congratulations on winning. How do you feel? 네, 감사합니다. 일단 블리자드를 사랑하는 모든 분의 축제인 블리즈콘에서 이렇게 많은 분들 앞에서 즐겁게 결승전을 치를 수 있어서 기분 좋았고요. 많은 분들이 이렇게 환호해 주시는 걸 보면서 기분 좋게 게임할 수 있었습니다. 맨 마지막으로 많은 분들이 이렇게 많은 환호성을 지르는 가운데 게임할 수 있어서 기분이 좋았습니다. I feel really good about winning this tournament. It was really good that I showed you guys a great games and it was really good playing the game while a lot of people cheer and happy that while we play the game. So he likes the cheering, guys. And the final question is going to be, do you have anything you want to say to all these people that came to see you and cheer for you? Hey, 이렇게 여기 미국 처음 와봤는데 이렇게 우승을 하게 돼서 아주 좋은 추억으로 남을 수 있을 것 같고 다음에도 기회가 된다면 또 오고 싶습니다. I think this is going to be a great memory for me since this is my first visit to state and I wish I can come back and then win this tournament again. All right. Well, we definitely want to have you back to defend your title. So congratulations again to Xavier and Nowral. Thank you very much for the interview, guys. I think that's it, guys. Let's congratulate again. Xavier, you're BlizzCon champion. Thank you, everyone, for watching. Ja, das war die BlizzCon 2007. Eine grandiose BlizzCon. Wir eigentlich fast alle. Ich finde es immer klasse, wenn die Koreaner sich mit den Außerkoreanern schlagen müssen. Und man sieht einfach, wie eng es ist, manchmal. Wenn WCG ist, ist ja komischerweise nie so eng. Ich verstehe das gar nicht. Wenn WCG ist, dann vielleicht liegt es daran, dass Blizzard auf die BlizzCon, sind ja Invites, nicht immer die absoluten Top-Koreaner da hat. Aber das kann man von Xavier jetzt nun wirklich nicht behaupten. Ja, interessant sind auch immer die Interviews. Great honor.
It was great to play. Ja, also vielleicht sagen die auf Koreanisch ganz eloquente Sachen wie, ja, ich habe ihn unterschätzt, aber er hat letztendlich dann durch seine überlegene Trainingsdisziplin doch ein bisschen besser performt als ich. Und er sagt am Ende, it was great tournament, great to play, der Übersetzer. Weiß man ja nicht. Ja, wahrscheinlich er ihm auf Koreanisch erzählt so, boah, sag irgendwas Nettes, damit wir hier wegkommen. Ich will heute Abend noch mein Kimchi essen. Ja, ich habe keine Lust auf diese ganzen Spackos hier. Und dann kommt der Übersetzer, ah, great honor, play for all my fans, very best und überhaupt und love Blizzard a lot und love you all, thank you for supporting me. Ja. Thank you for traveling. Thank you for traveling. So, ja, wir haben Sarens noch nicht da, aber... Nee, aber wir haben ja noch was vorbereitet. Ja, dann machen wir das mal. Ich hoffe, der kommt dann. Mit Spielern pünktlich da sein hatten wir nicht so viel Glück, immer. Nein. Aber. Ja, denn Folgendes gibt's noch. Wir wollen euch natürlich immer so ein bisschen einführen, auch in die Welt von StarCraft, weil es viele gibt, die eben sonst CSler, WC3ler sind, die sich diese StarCraft-Sendung angucken. Auch wenn ich mit der Resonanz in den letzten zwei, drei Sendungen nicht ganz so zufrieden war. Aber es hängt auch ungewohnte Uhrzeit. Ne? Ja, wir müssen zusehen, dass wir wieder zu unserer alten Zeit zurückkommen, damit die Leute da wieder ein bisschen Menschen brauchen. Werden wir auch machen in zwei Wochen. Im Prinzip eine gewisse Konstante in ihrem Leben. Und wenn wir das sein können für manchen da draußen, dann wäre das schon sehr schön. Lass mich deine Konstante sein. Ja, Konstanze. Mich als Mathematiker freuen Konstanten natürlich immer super. Ja, lass mich deine Konstanze sein. Die freuen mich super, das ist auch schön. Ja. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Weil wir euch ein bisschen nach StarCraft einführen wollen wir heute mal ein paar Bilder zeigen zu StarCraft. Was gibt's da so? Es gibt natürlich, wie für WoW und WC3 auch, Fanarts auf der Blizzard-Seite. Mit ein paar Tricks kann man sich die sogar runterladen. Das funktioniert nicht so auf Anhieb, aber wenn man weiß, wie es geht, dann geht's halt. Und ich habe mal 5, 6 runtergeladen. Und die können wir uns mal anschauen. Die sind ganz lustig. Wir haben hier zum Beispiel ganz Comic-Style von einem Miko, heißt das, glaube ich, oder Hiko, irgendwie sowas. So ein bisschen Anime-Style. Wir sehen schön, Jim Raynor tauscht seine Zigarre mit einem Protoss gegen seine Psi-Klinge. Psi-Klinge, würde ich sagen, ziemlich coole Sache. Ja, der Protoss weiß auch nicht so richtig, was er mit der Zigarre anfangen soll. Ja. Besser für die Gesundheit ist auf jeden Fall die Psi-Klinge. Ja, auf jeden Fall also sehr schön. Also die eigene Gesundheit, nicht die Gesundheit der anderen. Aber sehr cool, oder? Wie der auf diese Zigarre guckt, so, ja, und nu. Und Rainer hat auch halt schön gezeichnet, der ja, ist ganz cool. Zweite Bild, richtig schönes Wallpaper. Ja, haben wir hier den Goliath im Hintergrund und einen Templar im Vordergrund. Man weiß gar nicht so genau, ob Dark oder High Templar. Auf jeden Fall etwas ziemlich Böses. Es kann zaubern, es hat einen Dolch, aber ob ein Dolch gegen diese Gewehrläufe da funktioniert, das weiß ich nicht. Ist auch schon auf StarCraft 2 ausgelegt, wie man rechts oben im Bildrand erkennen kann. Von Jan Fu. Die Zeichner verewigen sich natürlich auf ihren Bildern. So, das hat mir auch ganz gut gefallen, auch wenn ich hier den Autor nicht erkennen kann. Ein erlegter Hydralisk neben einem Terraner Marine. Sehr schöne Farben einfach, das teilt sich sehr gut auf. Als Desktop-Wallpaper finde ich nicht ganz so gut geeignet, weil man irgendwo keinen Platz für seine Icons hat. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Bild. Wenn ich so zeichnen könnte, wäre das schön. Aber noch mehr, noch einiges mehr. Wieder von Hiko. Finde ich total geil. Finde ich so gut. Der Marine mit der Fliegenklatsche und der kleine Zerri total panisch auf der Flucht. Ich finde dieses Bild so unglaublich gut. Wobei, es ist ja kein Zerri, sehe ich gerade. Es ist eigentlich ein Hydralisk, der allerdings noch nicht so wirklich ausgewachsen aussieht und es sieht unheimlich süß aus, oder? Ich finde das ein so. Baby-Hydralisk. Ein Baby-Hydralisk und er jagt ihn mit der Fliegenklatsche. Der Marine sieht aber auch so aus wie die US-Soldaten. Die sind ja auch immer gerade 17 von der Schule abgegangen und dann sofort in Krisengebiete. Ja, sieht auch noch ein bisschen. Ist also allgemein dieses leichte Anime-Style, so ein bisschen kindlich halt alles. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, und als letztes dann noch, was sicherlich von der Bildbearbeitung, von der Grafik hier am allerheftigsten ist, hier also ein Hydralisken, der über die Reste eines Terraner Marines hinüberkriecht. Im Hintergrund. Also sich schon sehr ans Alien gehalten, oder? Sehr heftig, aber muskulöses Zergvieh hier. Auf jeden Fall extrem krasses Bild. Also das wäre auch als Poster für alle, der so ein bisschen Fantasy-Poster bei sich im Zimmer. Ich glaube, das wäre richtig cool. Das sieht richtig stark aus auch. Im Hintergrund sieht man noch irgendwelche Schwärme in der Luft. Man kann nicht erkennen, was es ist. Ist ganz stark. So, das zu den Fanart-Bildern. Ja. Aber das waren noch nicht alle Bilder insgesamt.
Den Rest wirst du dir noch aufheben? Ich weiß es nicht. Nee, will ich nicht. Ich dachte nur, ich kündige das extra nochmal an. Und? So, und jetzt kommen wir zu was ganz Cooles, was ich mir persönlich natürlich sofort bestellt habe. Mhm. Also Blizzard kooperiert da mit einer Firma, die T-Shirts herstellt. Ja. Und diese T-Shirts sind so gut. So lustig. Ich fand die so geil, dass ich mir mal die T-Shirt-Beschreibung rausgesucht habe. Könnt ihr euch dann mal anschauen, ob da vielleicht ein T-Shirt für euch dabei ist. Hier haben wir also das Standard-T-Shirt für den Terraner, für den süchtigen Terraner. Ja? Legalize Stimpaks. Zitat, ah, that's the stuff. Ja, für die Leute, die die deutsche Version spielen, da sagen die, ah, guter Stoff, aber in der englischen Version ist das der Ausspruch. Ja. Des Marines, wenn Stimpak aktiviert wird. Also wir haben hier schön so ein bisschen Terraner-Style, dieses Graue und dann Legalized Stimpaks. Finde ich natürlich herrlich. Interessant auch, dass sie sagen Legalized Stimpaks, weil es wurde nie gesagt, dass das Zeug verboten ist. In StarCraft ist es das zumindest nicht. Na, ich weiß nicht, wie da die Geschichte ist, ob das nicht halblegale Drogen sind, die sie da verwenden. Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Aber sehr schön, auch mit einem stilisierten Marine dabei. Gut, soviel zum Terraner-Shirt. Dann haben wir hier den Salad Skrill, ja, ready to serve. Das sagt also der Berserker, wenn man ihn in der englischen Version anwählt. Mhm. Und dieses wunderschöne T-Shirt mit diesem Salad Skrill Cappy auf und auf seiner Psi-Klinge ein kleiner Zerg-Burger. Also ein Burger, auf dem man ganz deutlich ein Alien-Gesicht und eine Klaue, die da dran hängt, irgendwie erkennen kann. Ansonsten Tomat, frischer Salat, nur beste Zutaten. Ja. Ist ja, man muss gesund bleiben, ne? Natürlich. Auch im Berserker-Grill. Ja, ready to surf halt. Ja, und also, so, jetzt damit wir den Bildungsfaktor auch noch haben, Surf ist ja in dem Fall eigentlich als dienen gemeint, kann aber auch bedienen heißen und dieses Wortspiel ist sozusagen die Grundlage dieses T-Shirts. Ja, es ist also wie das deutsche Wort servieren auch mehrere Bedeutungen haben kann. Beim Tennis ist es, das Servieren ist der Aufschlag. Also servieren im Restaurant ist natürlich logisch, was das bedeutet. So, und jetzt zu meinem All-Time-Favorite wahrscheinlich, als Zerg-Spieler, dem Zerg-Shirt natürlich. Ja. Ganz andere Sache, wieder diesmal Zerg, Energy Drink. Motto, feel the rush. Sehr gut. Ja. Vergiss alle anderen Energy Drinks, die ich jetzt fast alle beim Namen nennen wollte. Ich habe es mir jetzt mal verkniffen. Aber Feel the Rush ist noch gut. Da gibt es unglaublich schlechte Werbesprüche. Ich habe letztens irgendwo eine Werbung gesehen, da war der Slogan Taste Tuned, wo ich so gedacht habe, Taste Tuned. Oh Gott. Was soll das bitte heißen? Ja, Taste Tuned. Vielleicht. Taste Tuned heißt gar nichts. Oder? Taste Tuned ist so wie Drive Alive. Total nutzlos. Einfach nur so, ja, das ist eine Alliteration. Top. Nehmen wir als Werbespruch. Taste Tuned. Oder, aber Feel the Rush ist halt richtig gut. Und dazu diese Dose, auf dem dann der Zerkling oben abgebildet ist. Das Ganze auch auf Front, hier einmal auf der Brust und eben groß auf dem Back hinten und schön fett Zerk drüber geschrieben. Ich bin ja gespannt, wie viele am Wochenende mit diesem T-Shirt da aufkreuzen werden. Also schaut es euch noch an. Ich finde es klasse, denn wir haben gleich noch mehr. Ich drücke auch sofort weiter. Dann kommt dann nämlich nach dieser Dose, danke, Feel the Rush, kommt nämlich das, was meine Kinder zu ihrem Geburtstag bekommen. Da sehen wir es. Zergling! Ist das nicht geil? Dieses arme Kind, ja? Das ist ein Zergling. Ich finde das so gut. Also dieses kleine Baby in einem wunderschönen Zergling-Baby-Shirt. Wir sehen das hier auch nochmal. Ups, nee, ich habe nur das Zergling-Bild damit. So, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Naja, wie auch immer. So, Zergling-Baby. Ich finde das total geil. Ein Baby als Zergling zu bezeichnen, finde ich super. Findest du toll. Würdest du auch backen bei deinem Kind? Ich wär, im Bauch der Mutter würde ich auch immer sagen, na, wie geht's meiner kleinen Larve? Wahrscheinlich schaut mich die Mutter dann komisch an, aber... Ja, wahrscheinlich, wenn du eine Freundin hast, die sowas toleriert, dann machst du wahrscheinlich schon ziemlich glücklich. Beziehungsweise, die wird es wahrscheinlich einfach nicht kapieren, wird sich denken, okay... Okay. Ja. Ein Bild hätte ich für den Notfall noch, aber jetzt gucken wir erstmal. Wir hoffen ja, also so richtig Glück hatten wir noch nicht mit Sarens, der hier angekommen ist. Dabei hat er mir. Wir können ja nicht die Leute persönlich überwachen, dass sie kommen und hier vor Ort sind. Aber so richtig Glück hatten wir mit der EM noch nicht, oder? Und jetzt das Finale. Zwei Leute müssen da sein. Das ist nicht mehr als zum King of the Hill. Richtig. Dann sagen wir ihm extra noch zu, okay,
Wir fangen ein bisschen später mit dem Match an und dann ist er immer noch nicht da. Ja? So. Du musst nicht mitlesen, du musst moderieren, wenn ich schreibe. Ich lese aber so gerne mit. Ach, verdammt. Ja, den Turnierbaum können wir natürlich mal zeigen. Der ist nur relativ hinfällig, wenn hier dann das Ganze nicht stattfindet. Aber wir können es trotzdem kurz mal anschauen. Das heißt nicht stattfindet. Da haben wir nämlich das, was wir schon beim letzten Mal gesehen haben. Ich kann leider nicht ranzoomen, weil dann schon wieder... Oh, hier geht es diesmal nicht kaputt. Wahnsinn. So, jetzt erkennen wir aber was hier. Nämlich Polen gegen die Tschechische Republik. Das war ein Default-Win. Also J-Bar in dem Fall. Dann haben wir Gentleman gesehen, der sich am Ende J-Bar geschlagen geben musste. Beim letzten Mal hat Cloud März 2:0 abgefertigt. Not4U war leider nicht vor Ort und konnte deswegen nicht spielen. Und dann kam es also zum Aufeinandertreffen Cloud gegen Serens. Das hat Serens überraschenderweise 2:0 entschieden. Und heute großes Finale, geplant zumindest. J-Bar gegen Serens. Ich hoffe, es kommt tatsächlich auch noch dazu. Dann haben wir wie immer die Comments. Da können wir auch mal kurz reinschauen. Und ja, ihr könnt wie immer dort posten und dann gegebenenfalls euren Platz in der Sendung bekommen. So, während wir auf... Ich bin ein bisschen frustriert gerade von Serens, aber wir finden das schon eine Lösung. Ich habe noch das letzte Bild gefunden, was eben irgendwie dafür gesorgt hat, dass da kurz was anderes eingeblendet war, was nicht eingeblendet hätte sein sollen. Aber es ist nochmal ein schönes Fullscreen-Bild, wo so ziemlich alles drauf ist, was bei Terra gegen Zerg gegeneinander antreten kann. Es sieht sehr, sehr cool aus. Auch ein Artwork. Mutalisken am Himmel. Wir sehen vorne Marines im Hintergrund, ein Battlecruiser am Himmel. Unten sind Zerglinge, ganz vorne in Front der Hydralisk. Rechts mittig ist noch ein Goliath zu sehen und sogar ein paar Gebäude, sowohl links als auch rechts. Links Zerggebäude, rechts natürlich irgendwelche futuristischen Städte. Also hier ist auch so ziemlich alles drauf. Ganz unten vorne rechts, das ist auch noch ein Firebat, auch wenn der jetzt dessen Waffe oder so nicht mehr gut zu erkennen ist. Da ist wirklich fast alles dabei und sieht halt unheimlich stark aus. Von der Komposition fast schon ein bisschen zu viel eigentlich, ne? Leicht übertrieben, aber sehr schön gezeichnet. Und interessant sind die Zerglinge mit diesen Zacken auf dem Rücken. Naja, gut, gut. So viel dazu, ne? Wollte ich noch, also such das ja nicht raus und dann zeige ich es nicht. Ich glaube, Gentleman spielt gerade ein anderes Turnier. Ach so. So. Ja, das heißt, Jaber schaut sich währenddessen, bereitet sich währenddessen vor und hofft darauf, dass Serens auch noch kommt. Vielleicht machst du in der Zwischenzeit einfach mal einen Battle.net-Noob weg. Irgendeinen der. Battle.net-Noob? Warum? Der dann noch lieber einen unserer Zuschauer, oder? Nee, dann gibt es ja wieder Beschwerden, weil die Maus nicht richtig war. Na, ist doch egal, wenn ich weggenoobt werde, ist doch auch okay. Also ich mache ein Game. Machst du einfach ein Game auf und... Nee, ich mache kein Game auf, lieber. Ich lasse aufmachen, ist glaube ich besser, oder? Ja, kannst du machen. Welchen Namen nehmen wir? ESL-TV nehmen wir einfach. An einem durchgeschrieben. Wer als erster das Spiel offen hat... Wer als erster das Spiel ESL-TV offen hat, bei dem join ich. Ja, das klingt gut. Auch ohne Passwort, bitte, ja? ESL-TV als Name. Macht ruhig ein Public Game auf. Ich bin ja der Einzige, nehme ich mal stark an, der versucht, ein Game namens ESL-TV zu joinen. Wir hoffen es. Es sind zwar mehrere da, die versuchen, eins zu erstellen, aber nur einer, der versucht, es zu joinen. Ich weiß natürlich nicht, wie groß jetzt die Verzögerung ist, wenn ihr das Ganze, was ich jetzt in dieser Sekunde sage, und das ist gerade 20 Sekunden nach, 3 Minuten nach 7. Ja, ein bisschen dauert schon, aber gleich kannst du hier klicken. So, und ich hoffe, dass wir trotzdem noch zum großen Finale kommen. Eines Tages. Eines Tages? Wäre ja auch beim... Wow, da ist was offen. Könnte ich mal bei ihm eben vor. Ah, Mimkara. Ja. Der hat hier... So, ich weiß nicht, was ist das? Glaube ich, fastest possible, aber... Er hat eine grauenhafte Map aufgemacht. Dann, ja, Witzbold. Auf jeden Fall die... Das ist ein Scherz. Aber schon das nächste. Hunters, Leute. Hunters ist auch nicht schlecht. Aber das ist doch Hunters, das ist doch keine Map für ein 1 gegen 1. Da kann man auch One-on-One spielen auf Hunters, oder? Leute, macht doch eine ordentliche One-on-One. Außerdem lässt er jetzt hier noch andere... Ja, spielen einfach Free-for-All, ist egal. Komm hier, ist ja, soll ja nicht ernsthaft sein. Wir spielen ja nur die Zeit, bis hoffentlich Serens eines Tages auftaucht.
dann machen die Leute Posse auf oder Hunters. Ich fass es echt nicht, ey. So, also spielen wir Free for All. Free for All finde ich gut. Ja? Host has left the game. Das ist natürlich auch nicht gut. Vielleicht hat er jetzt gehört, was ich gerade gesagt habe und dachte jetzt, na gut, dann muss ich halt was anderes aufmachen. Er hatte noch nicht gehört, was du gesagt hast. Wir spielen das halt. Und jetzt ist gerade kein Spiel auf, was ihr... Das musst du ihm ja auch im Chat schreiben. Da. Nö, ich muss sonst kann das ja nicht funktionieren. Jetzt ist tatsächlich kein Spiel. Also das auf jeden Fall gerade ist nochmal eure Chance. Also gerade ist kein Spiel auf, was ESL TV ist. Jetzt nochmal hosten, jetzt nochmal probieren. Jetzt ist die Chance. Jeden Moment geht hier nämlich der Hotbutton los. Ja, dann drücke ich nämlich auf OK und joine das Spiel ESL TV. Ich habe meine F-Tasten leider nicht an, sonst würde ich hier, jetzt könnt ihr anrufen machen. Aber stellt euch einfach vor, ich hätte die F-Tasten an und hätte jetzt könnt ihr anrufen gedrückt. Oh, stellt euch auch einfach vor, Jaiba würde gerade gegen Saren spielen. Wir würden voll die Hammer-Moderation dazu machen. Stellt euch das einfach mal vor. Was machen wir so lange? Also stellt euch das mal die nächste halbe Stunde vor. Ja. Ja. Oder die nächsten 55 Minuten. Ich verstehe nicht, wieso er nicht kommt. Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. So, letztes Mal war er da. Da scheint jetzt ein neues Spiel, ESL TV. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn Leute mit richtig hohem Ping das machen. Latency to the game creator is too high. Also wer auch immer gerade das Spiel ESL TV aufhat, ich kann nicht joinen, weil die Latency zu hoch ist. Ist auch ganz interessant. Aber ich versuch's nochmal. Nee. Ja, auch nicht. Genau. Die Regie denkt mit. Herrlich. Ich suche mir gleich jemanden, der hostet. Das ist mir so blöd. Der eine macht Posse auf, der nächste Hunters und das mit vier Leuten drin. Und jetzt habe ich einen, der keine ordentliche Latency hat. Was soll denn das? So, wir suchen die Frage zu folgender Antwort. Christian und Uli. Genau. Für ja. 200. Das ist jetzt die Frage gesucht. Zur Antwort Christian und Uli. Wie gesagt, für 200. Moderatoren für 200. Antwort Christian und Uli. Also wer auch immer gerade das Spiel des ESL TV heißt, auf hat, ich kann da nicht joinen. Das bringt also auch nichts. Und er kann jetzt auch sich schwarz warten. Das wird alles... Ja. So ungefähr finden wir es auch. Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, was eine Brute-Force-Sendung total aus dem Takt bringen kann? Fehlende Spieler. Das ist die Top-Antwort. Haben wir jetzt auch den Sound für... Geil! Also, was können wir noch für Fernsehserien nachspielen? Ich weiß nicht, ob wir die Sounds dafür haben, aber ich muss jetzt mich hier so vorbeugen. Ja. Und damit wählst du jetzt einen Gegner aus für... Nein. Dann darf ich jetzt. Ich kaufe ein S wie Sarens. Ja, ich möchte lösen. Aber S kann man nicht kaufen, das ist ja kein Vokal. Ach, du kannst nur Vokale kaufen? Ja, ich glaube schon. Kann man auch Konsonanten kaufen? Haben die das eventuell? Weiß ich nicht. Juhu! Oi, Soulinker! Yippie! Go, go! So, auf geht's. Aber warte mal, falsche Hotkeys, ne? Ja, jetzt musst du mit englischen Hotkeys spielen. Nein, jetzt Game Host has left. So, erstmal erklär mal dem Jaber, was hier los ist. Sonst weiß der ja gar nicht, was hier passiert. Whisper. Ich glaube, wir könnten auch 2 Stunden einfach mit sinnlosem Kram. Die Regie gibt uns Stichworte bzw. Soundbits und wir machen dazu eine Sendung. Fände ich auch mal nicht schlecht. Aber ist nicht ganz im Sinne. Ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, denn wir wollten ja eigentlich unser EM-Finale hier zeigen. Und jetzt ist es 19.08 Uhr und immer noch ist keiner hier. Beziehungsweise einer ist hier und das ist Jaiba. Und man stelle sich das vor, ja, EM-Finale, Deutschland gegen Russland, sage ich mal so. Könnte ja durchaus noch kommen, ne? Und dann kommen die Spieler zu spät, ja? Russland läuft nicht auf. Also sagen die Deutschen so, ja, kommen dann 11 Zuschauer. Wir spielen eine Runde, bis die Russen da sind. Ja, das wäre mal gut. Und dann kommt da irgendwie der Herbert aus Neukölln an. Ja, gerade so eben noch Bierchen getrunken und grätscht den Ballack von hinten in die Beine. Sportinvalide.
Ja, das wäre natürlich auch super. Das wäre richtig gut. Aber das fände ich mal nicht schlecht, dass auch mal so, wenn das Tor umfällt zum Beispiel, ja, dann können sie ja demnächst sagen, ach komm, wir spielen alle auf eins. Ja. Neutraler Torwart rein von irgendwem. Ist wie Streetball, ja, da spielt man das auch so. Und Pfostenlatte rettet. Oder so. Genau. Drei Ecken, ein Tor. Oder ein Elfer. Drei Ecken, ein Elfer war es. Ja, könnte man machen, wird aber auch nicht so ordentlich. Mhm. Also, mich wundert es auch immer noch, dass ich es noch nicht geschafft habe, in ein ordentliches Spiel zu joinen. Und dass alle, die mich in ihr Spiel reinbekommen, da ist schon wieder eine Fastest. Finde ich aber auch super. Macht schon wieder einer Fastest auf. Unsere Shooter spielen alle Posse. Findest du nicht gut, Fastest? Nein. Also für ein kurzes Spiel zwischendurch ist auch gar nicht so schlecht. Ja, eben nicht. Oder? Genau, das ist ja das Problem. Weil Fastest nicht kurz ist? Nicht wirklich. Also wenn sich ja, aber warum heißt ja ein Fastest? Jetzt musst du mir mal erklären hier. Witzig. Ja, ist einfach wir können auch einfach mal. Es gibt keinen Grund zu expandieren. Ja. Es gibt nichts, was gewinnt, es sei denn, du spielst halt richtigen Mist zusammen. Kann man nicht einfach mal sowas wie Tower Defense spielen? Tower Defense? Ja, wie heißt denn das? Doch, heißt schon Tower Defense, oder? Gibt es sowas für StarCraft auch noch? Ich glaube, hast du eigentlich. Doch, du hast die F-Tasten hier ja, ne? Warum? Das sind meine F-Tasten. Guck mal, ja, was ich hier gefunden habe. Dann kann ich meine Keys benutzen. Ja, super. Da musst du aber wahrscheinlich nochmal neu starten, oder? Kann ja, nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Aber das kriege ich ja hin. So. Also Frankreich aus der Europameisterschaft rausgeflogen und hier, und gar nicht hier kommen sie gar nicht erst. Gar nicht erst angetreten. Warst du ein bisschen. Bin ein bisschen frustriert. So, Programme, StarCraft. So, und du bereitest dich jetzt aufs große Duell vor. Naja, notfalls müssen wir einfach. Spielst einfach als Terrence und. Nicht über. Nochmal. So, einwandfrei. Also, das war jetzt nicht so schlau gerade. Was denn? Ah, wobei, ich kann mit dem Chaos Launcher starten, dann geht's. So, ich bin quasi bereit, aber ja. Wenn jetzt noch einmal irgendwer was anderes aufmacht als hier, was weiß ich, Longinus, Bluestorm, Schlag mich tot, irgendwas, was man eben kennt. Von mir aus auch Lost Temple, aber Fastest oder was ähnliches kommt mir jetzt nicht mehr in die Tüte. Ist das nicht toll? Was denn? Ja, dass die Keys auch schon beim Menü gelten. So, ESL-TV ist wieder auf. Und wieder kein Latency too high wahrscheinlich. Ja, aber es hat noch jemand ESL-TV mit Leertaste dazwischen aufgemacht. Vielleicht geht das ja. Ah, das sieht auch nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Doch, da komme ich rein. Breaking Point. Kennst du die? Da sehen Nö. Wir sie. 6-Spieler-Map offenbar. 8-Spieler-Map. Nee, ich tippe mal, dass das bloß... Ja, 4 Spieler und 2 Expansions. Ich tippe mal, das sind die beiden Startpositionen hier rechts und links jeweils. Aber auch hier ist die Latency nicht besonders gut. So, ich habe mal gesagt, dass das dann nachher der Host hat die Partie verlassen. Leute, wollt ihr nicht mit mir spielen? Keiner will mit dir spielen. Okay, go, go. Der Tidus vom Clan FOC. Oh, Wahnsinn, es geht los. Es geht los. Protoss versus. Jetzt kannst du nur noch über die Maus dich beschweren, ne? Ja, die ist schon ziemlich grottig, muss ich sagen. Okay, also gehen wir rein ins Spiel. Christian spielt Zerg, wie immer. Auf Lost Temple, startet auf 12 Uhr. Und. Ja. Erstmal auf 3 Uhr scouten mit dem Overlord. Weil es der kürzeste Weg ist natürlich und der Overlord ja relativ lange ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich bereits eine Entscheidung treffen will, welche Strat ich spiele, möchte ich im Prinzip schon gescoutet haben, wo der Gegner ist. Deswegen der Overlord erst zur nächsten Position. Gerade gegen Protoss ist Lost Temple ganz fies. Also 12 Uhr Startposition ist wunderbar und 3 Uhr ist auch wunderbar. Aber nicht, wenn der Protoss in direkter Nachbarschaft ist. Das will man gar nicht. So. Mit Drohne Nummer 8 scoute ich deswegen parallel jetzt bereits runter auf 6 Uhr. Spielen wir erstmal auf 12 Supply. An dieser Stelle kann ich eigentlich das mit den APM. Ganz interessant übrigens, dass ihr meine APM jetzt seht. Ich habe jetzt so 100. Ja. Hoffentlich wirst du nicht gebannt. Weil du hier. So ein Tool anhast. Oh, jetzt laggt's ein bisschen. Ja, passiert. So, hier ist er schon mal nicht, sonst. Ah, doch, da ist er wohl. Hast du Glück gehabt? Schon ein richtiges Scout-Glück, ehrlich gesagt. Naja, schon, aber die Sache ist die: er ist auf 3 Uhr. Das ist ziemlich schlecht für mich. So.
So, wir sehen, er hat noch kein Gate, soweit ich das ausfinden kann. Weil noch war die Zeit nicht dafür da, um Off-Gates zu bauen. So, da kommt das erste Gate gerade in dem Moment. Ja, da wirst du mit Zergling wahrscheinlich nicht fertig, bevor er halbwegs brauchbare Berserker-Zahlen hat. Ja, das Problem ist im Prinzip, wie es halt ist auf den Positionen. Ich habe das ja eben kurz erwähnt. Man hat sehr kurze Wege, das heißt, er kann super Druck machen. Ich lasse die Drohne mal gleich hier. Andererseits sehe ich halt alles, was relativ gut ist. So, jetzt ist sein Gate fertig. Jetzt muss ich überlegen, Linge oder Hedge? Ich mache erst die Hedge. Das ist auch eine alte Tempelversion. Die Original-Tempel vielleicht sogar. Wir haben wieder unseren Freund vom letzten Mal, der Haarpracht, der gerne über die Haarpracht redet. Also er hat sich unseren Namen noch nicht gemerkt, wir verraten sie an der Stelle auch nicht. Aber wenn man uns über die Haare identifizieren kann, finde ich das schon ausreichend. Es gibt auch keine weiteren Unterscheidungsmerkmale. Einer hat Haare, der andere nicht. So, was haben wir denn für Fragen? Wer ist im Fernsehen? Wer sollte viel mehr moderieren? Ja, das ist natürlich schmeichelhaft, vielen Dank. Sehr schmeichelhaft, ne? Die besten Moderatoren für StarCraft sind natürlich noch... verreitet so spät durch Nacht und Wind. Ja, gelegentliche Reitausflüge bei Dunkelheit sind uns nicht fern. Naja, was soll ich sagen? Nichts gegen meinen Gegner, aber er scheint nicht so der allerbeste StarCraft-Spieler zu sein. Ja, er ist direkt durchgetecht auf Kybernetikern. War nicht so clever wahrscheinlich. Er hätte mal deinen Pool scouten sollen. Ja, das war's jetzt für ihn. Also du mit drei Hedge hier unterwegs. Aber du musst noch ein bisschen spielen. Ja, was mach ich denn da? Ich hab halt schon fast gewonnen. Ja, gewinne einfach, dann spielen halt ein anderes, ne? Also das wäre der Moment, an dem normaler Spieler wahrscheinlich GG sagen würde. Ja, ist halt einfach vorbei. Ich habe ja noch sogar aufgehört, Linge zu bauen, also. Ja, ich meine, er kann halt keine Berserker mehr bauen. So, und er verlässt auch die Partie. Ja, hätte aber schon GG kommen können, ne? Ja, finde ich halt auch. Hätte man schon machen können. So, die Regie läuft gerade durchs Studio, kein Problem. Hier sehen wir nochmal schön, wie viele Punkte ich inzwischen habe. Na gut, jetzt ist schon nicht mehr zu sehen. Aber was soll ich denn machen, wenn er das Spiel verlässt? Kann ich halt auch nichts dran ändern. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht, hä? ESL-TV. Willst du wieder ein neues aufmachen? ESL-TV ist natürlich... Ja, vielleicht hat jemand schon in weiser Voraussicht das gemacht. Guck mal, One-on-One LT Noob. Das ist dein Spiel. Aber es ist natürlich kein... Oh, ist schon voll. Zu viele Noobs unterwegs. Ist die Sache mit dem... Ja, ich bin ja auch hier. Also wenn jetzt noch jemand will, ESL, ja. TV, Game aufmachen, ich joine, macht eine ordentliche Map auf. Keine Hunters, keine Posse. Und dann kann es losgehen. Aber der Erste hat es bereits erfolglos probiert. Und ich habe nur... Eigentlich habe ich das Spiel mit 6 Zerklingen gewonnen. Mit 6 Zerklingen? Also ja. Zergling Rush im Prinzip. Naja, nee, Rush war es ja nicht wirklich. Es war ein 11er Pool. Ja, und du hast aus dem 2 Hedges noch 3 gebaut. Ja, ja, die habe ich dann danach gemacht. Aber es war halt auf 12-3 Positionen. Mhm. Da ist das gegen Thorst jetzt alles andere als unüblich, dass man den Pool vor der Hedge baut. Man kann auch anders, aber dann ist man fast zu einer Main-Hedge sogar gezwungen. Ein guter Toss nutzt das halt eiskalt aus, wenn man da versucht, Fast Expansion zu spielen, gerät man so dermaßen unter Druck. So, ESLTV, da tut sich wieder was. Ja. Azalea ist auf und das ist der Terra-Terror. Schauen wir mal, ob der Zerg spielt. Okay, ich habe einen Map-Download. Ja, und der... Relativ lange dauert. Aber... Oh, wir schauen gerne dabei zu. Er kann ja schon mal die beiden anderen Slots closen, damit er... So, also Terrence ist immer noch nicht da. Ich habe keine Ahnung, was der macht, ehrlich gesagt. Er ist jetzt ungefähr 15 Minuten zu spät. Unerklärlich.
Aber kannst du ja mal gucken, ob er schon eingeloggt ist? Nee. Da. Ach so, das meinst du. Weiß nicht, ob das näher... Müsste ich jetzt wieder im Channel sein. Gleichzeitig. Aber... Ja, ist er nicht da. Nein. Möchte aber kein Finale spielen. Zumindest nicht mit dem Account. Ich glaube, er hat gerade den Stream ausgemacht. Jetzt geht's schneller. Das kann sein, ja. Ja, ich meine, wie sollen die Leute das sonst wissen, ne? Wird ja niemand einfach so auf gut Glück den Stream ausgemacht haben. Was war nochmal Azalea? Ah ja, alles klar. Kenne ich noch. Weißt du? Okay, random spielt der Gegner. Spielt jetzt tatsächlich random. Ja, vielleicht switcht er noch. Random, ja. Random. Oh, da weißt du nicht, was passiert. Muss ich wohl schon aufpassen. So, wahnsinnige APM-Zahlen, die aber sofort runtergehen. Ach ja? Jetzt geht's los. Oh, du kannst dich ja... Du musst dir vorstellen, du kannst dich kaum auf 160 halten, wie man 400 APM hinkriegen soll. Ja, das liegt aber an der Maus. Das hat einfach nicht den Speed, den ich brauche, verstehst du? Die bist du nicht gewohnt. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass sie schlecht ist, aber du spielst halt mit anderen Mäusen. Ja. War auch schon ein bisschen doppeldeutig. Schon ein bisschen. Aber wir haben immer noch schön die englischen Sounds. Ja. Ich bin auch sehr... Weißt du, worauf ich am meisten mich freue bei StarCraft 2? Wieder unendlich lang hintereinander die Einheiten anzuklicken und mir ihre Sprüche anzuhören. Da war schon mal StarCraft super. So, was brauchst du jetzt? Pool first oder... Direkt auf die Hedge. Das Azalea ist schon eine Map, wo man auf jeden Fall mit Expansion spielen kann. Ja. Und zwar mit einer ganz interessanten... Also das Problem ist, wenn er Zerg ist, dann kann das jetzt richtig in die Hose gehen, natürlich für mich. Aber... Ja, das ist... das ist lieb, aber... Oh, jetzt gehen hier die APM runter, weil du eben schreiben musstest. Er ist Toss. Okay, das ist ganz interessant. Oh, der spielt ungefähr so wie der andere. Hoffen wir, dass er nicht direkt auf Kybernetik kehren wird. Also mindestens einen Berserker sollte man schon bauen. So. Der hat gerade die Drohne angegriffen. Was baut er denn da als zweites? Direkt ein Double Gate? Ja, ja, macht ein zweites Gateway. Da kommt die Sonne, um anzugreifen. Du versuchst noch ein bisschen zu scouten, was auch wichtig ist. Das ist ein bisschen schön, das ist jetzt perfekt, weißt du? Er läuft halt meiner Drohne nach mit seinem Berserker, statt anzugreifen. Das ist wunderbare Zeit, die ich jetzt gewinne dadurch. Baut jede Menge Pylone da in einer Reihe. So, jetzt müsstest du dann aber demnächst schon mal einen Brutschlempol bauen. Den habe ich gleich fertig. Oh, ich bin da in irgendwas reingeraten gerade. So, da sieht die... Sonder auf jeden Fall, dass du eine Fast Expansion spielst. So, aus der machst du dann gleich mal. Ja, wird ein bisschen rundherum gefahren. Ist mir jetzt auch egal. So, jetzt kommen die Zerklinge. Die Hedge ist fertig. Jetzt kannst du hier eine Kriecherkolonie bauen. Machst du auch direkt. Und da kommt die Drohne, um Mineralien abzuernten. Slidest du ein paar oder lässt du alle an der Main? Hey, ich bin gerade genug beschäftigt, ja. So, da sind 4 Zerklinge fertig. Das sind 6. 6. So, ist der Berserker, der hier angreift. Da wird die Sunken gebaut. Wenn du eigentlich jetzt hier mit den Zerklingen ankommst, das sind 8. Oder 9 sogar. So, da kommen jede Menge Zerklinge. Und der Berserker zieht sich zurück. Einen hat er allerdings verloren direkt. Oh, 3er-Hedge. Das ist interessant. Okay.
Wisst ihr, was ich meine? So, da kommt noch eine Kriecherkolonie. Das heißt, jetzt wird erstmal gebunkert. Ja, ist jetzt halt notwendig. So, da kommen sie an, müssen sich aber zurückziehen. Also wird dich vermutlich vor der Basis containen jetzt. Alles andere wäre dumm. Ich denke, er stellt sich um in die Mitte und expandiert jetzt fröhlich weiter, während du nicht aus der Basis rauskommst. Ja, ich werde schon mal rauskommen. Ich sehe ja wunderbar, was er macht. Und solange jetzt hier... Ja. Da kommt die Schmiede. Warum das hier? Das wird wahrscheinlich das erste Upgrade. Cannons oder sowas. Haben. Er sieht doch, dass du viele Zerklinge baust. Das ist das erste Upgrade natürlich schon sehr nützlich. Siehst du aus, wohin ist er mit seinen Berserkern? Die laufen da jetzt gerade. Ah, es gibt eine Expansion jetzt hier. Expandiert also und will die mit Cannons absichern. Muss jetzt durch hier. Pylone alle in einer Reihe. Das macht man nicht so, aber wird ihm jetzt auch nicht das Spiel kosten. Naja. Weggekommen bin ich nicht mehr, aber egal. So, baut er jetzt einen Kybernetiker? Nein, der baut die Photonenkanone. Er baut die Kanone. Kommst du da noch rechtzeitig raus? Ich glaube schon, ja. So, jetzt müsstest du allerdings demnächst mal techen, weil mit... Ja, schau doch mal. Ah, da ist schon der Bau im Bau. Richtig. Dritte Hatch. So, jetzt sagt er gerade was mit Overlords, ne? Aber das ist ja nicht das... Jetzt kommt sein Gas, alles klar. Also bisher nur Berserker gespielt, interessant. Während du da schon ein bisschen weiter bist. Okay. Du hast wahrscheinlich schon eine Ahnung, was ich vorhabe, nachdem ich jetzt sehr lange da schon... Ich vermute, da kommt der Spire dann. Bingo. Der kommt auch sofort natürlich. Und zwar ein bisschen abseits, damit er ihn nicht sofort sieht. Die Expansion hat er noch nicht gescoutet. Jetzt brauchst du wahrscheinlich noch eine weitere Hedge oder willst du aus drei dann Mutalisken bauen? Da wird dann gleich noch eine Hedge kommen, auf jeden Fall, ja. So, ich gehe mal davon aus, so langsam kommt jetzt auch bei ihm Echo. Ja, ist schon wieder soweit, ja. Terrence übrigens immer noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, das wird auch nichts mehr heute. Oh, das sind aber viele Berserker. Das ist eine ziemlich einseitige Strategie. Also mit der Menge an Berserkern hätte er eigentlich schon mal harassen müssen, sonst bringt ihm das eigentlich nichts, da 12 zu haben. Wenn man da nicht offensiv spielt, er muss auch irgendwie damit rechnen, dass du hier mal was anderes baust als Zerklinge. Kommt direkt der Lurker-Aspekt, weil Robotech, soweit dürfte er auch noch nicht sein. Erster Armor-Upgrade im Bau. Ja, ich mache jetzt relativ viel gleichzeitig. Eigentlich ein bisschen zu viel. Aber du musst dann denken, dass du ja immer noch genug Gas für die Mutas brauchst. Dann. Ja, das Problem... Im Moment ist es auf Mineralienseite. Genau, deswegen... 100-100 kostet ein Muta. So ist das. So, einen werde ich noch bauen. So. Ist ja hauptsächlich erstmal um. Gucken, ob er die Expansion hier auch schon genommen hat. Ja, er ist gerade dabei. So. Jetzt also direkt in die Eco. Müsste, kommt da keiner mehr, war es das? So, und er greift es an. Also wirst du ihn wahrscheinlich zur Verteidigung nutzen müssen. Oh, werden wir mal sehen. Oh, 3 Sunkens, aber da kommt schon jede Menge Berserker. Ich glaube, das werden mittlerweile 16 sein. Oh, er greift doch nicht an. Wohin bewegt er sich denn damit? Oder steht er noch vor der Basis? Da kommt er. Ja. So. Aber schau mal, ich habe meine Eier genau da vorne hin. So, da musst du ja nicht zurückziehen, sondern jetzt wirst du ihm direkt in die Basis fliegen.
Ball, dann kannst du ja mit den Löckern alles verteidigen. Er kann nicht mehr so leicht angreifen und du bist mit den Mutas unterwegs in seine Eco. Da stand eine Cannon, aber kann man ziemlich leicht rausholen. Da wird nochmal expandiert hier. 6 Mutas, hat er eine weitere Cannon gebaut. Nein, aber er hat einen Corsair, nicht so schlecht. Den wirst du aber holen können. Der muss jetzt über die Cannons fliegen und der baut noch 2 weitere. Hat er gut gekontert, deine Schößling-Taktik. Also offensichtlich kein blutiger Anfänger hier. So, da nochmal Schaden angerichtet. So, jetzt gegen 2 Corsair ist natürlich schon ein bisschen eng mit 6 Mutas. So, mit den Lurkern den Eingang contained und jetzt hier. Nee, das ist mir jetzt zu blöd. Gehst du wieder raus? Ja. Habe jetzt auch die ganze Zeit nichts angegriffen oder so, das war jetzt auch nicht so prall. Ja, das war klar. Muss ich eigentlich noch. So, ich glaube, damit rechnet er nicht. Er denkt sich, naja, ich habe ja Cannons. So, jetzt eingraben und sofort die Cannons, die hier gebaut werden, holen. Na, warum laufen die denn so weit nach unten? Eieiei, kriegst du die noch hin? Oh, das wird eng. Nein, das schaffe ich nicht mehr, aber... Nee, alle 4 Lurker verloren jetzt. Das Problem, was ich jetzt gerade hatte, war so ein bisschen, dass er da... die Lurker gar nicht so wollten wie ich. Also überhaupt nicht. Warum habe ich so kommt der nächste Tech? Was willst du jetzt bauen? Ja, es geht Guardians dann jetzt irgendwann. Es geht halt dann auf lange Sicht geht's natürlich auf Cracklinge. Bullies und so. Müssen jetzt aber schon noch Contain mit Lurkern, denn natürlich jetzt kein Zustand auf Dauer, dass er gerade hier so die ganze Map hat. So, das brauchen wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe echt wenig Vespingas dafür, dass ich aus 2 Geysiren sammle. So, das hat er zwar jetzt gescoutet, wie du siehst, aber er kann halt nicht viel dagegen machen. Jetzt versucht er hier rauszugehen, hat aber noch Server da, wie wir sehen, mittlerweile. Und hat auch deine Lurker weggeholt, beziehungsweise einen. Steht da noch einer? So, die Eco hat... Naja, kommt jetzt mit seinen Corsairs. Genau, bis dahin muss ich wieder weg sein. Und zwar in Richtung der Hydras. Overlords auch an einem Punkt konzentriert, damit die nicht von den Corsairs rausgepickt werden können. Ob er immer noch da ist. Ja, siehst du, wusste ich es doch. Er ist noch da. So, jetzt kommt der Gegenangriff, während du alle deine Mutas in seine Corsairs jagst. Ja, noch keine Crackling, oder? Fällt mir gerade auf, ich sollte ein bisschen mehr auf meine... Da geht er direkt auf die Expansion, ne? So, und jetzt der Go auf die Natural. Da müssen die restlichen Einheiten hinterher, weil wir sehen, er hat jetzt so gut wie nichts mehr. Wenn einmal die Corsairs da rausgejagt sind, dann haben die Mutas quasi freie Bahn, weil er hat keine Dagona gebaut, hat er nur eine Cannon. Die Cannon ist gleich abgerissen hier. Jetzt ist die Expansion da. So, und hier hat er offensichtlich den Observer nicht mitgenommen. Ja. Darauf hatte ich so ein bisschen spekuliert natürlich.
So, Natural ist gleich down und wenn du das ordentlich weitermachst, dann kannst du auch die zweite Expansion und die Main erwischen. So, da hat er Observatorium und Cannons, aber es wird ihm alles nichts bringen, denn hier kommt die geballte Zergmacht zum Eingang rein. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein, wie es aussieht. Also, wie viel hat er jetzt dann einfach nicht mehr? Und ich habe 2800 Mineralien, also kein Kommentar dazu, bitte. Das ist halt einfach eigentlich nicht so besonders prall, aber... So, die Frage ist, hat er jetzt noch irgendwo was aufgebaut oder wieso bleibt er noch im Spiel? Weil das sieht für ihn, glaube ich, relativ verloren aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass noch jede Menge in der Basis hat. Vielleicht hat er DT gebaut irgendwie. Hat er, glaube ich, noch nicht, aber inzwischen müsste ich Overlord-Speed haben. So, da kommen die Berserker raus. Die haben jetzt auch das Upgrade. Wir sehen wieder die Zerklinge zerplatzen. Und jetzt wird der Rest nachgeschickt. GG. Die Zuschauer verlieren. Der Zuschauer verliert. Dieser Zuschauer. Wir wollen ja nicht das verallgemeinern. So. Das Problem ist nur, Sarens wird wahrscheinlich immer noch nicht da sein, nicht? Nö, der ist immer noch nicht da. Ich weiß echt nicht, was da los ist in Frankreich. Also krönen wir jetzt Jaber erstmal zum Europameister. Teilst du ihm, willst du ihm die freudige Nachricht mitteilen? Ich glaube, er hat sich ja mittlerweile schon gedacht, der Jaber, dass er... Also, wäre auch schön, wenn wir ein Spiel gehabt hätten. Und dann wollen wir natürlich zur Feier des Tages nochmal die Nationalhymne spielen. Doch, ja, ich denke schon. Können wir machen. Finde ich auch wieder. Achso, lass uns schauen. Ich kann währenddessen nochmal in die Comments schauen. Denn da ist bestimmt wieder jede Menge interessantes Zeug aufgeschlagen. Die Nationalhymne. Jetzt hätte ich fast die falsche gesucht. Ui, da sagt jemand, dass laut Mondragon Guide eine 12er Hedge nicht so gut ist. Was? Laut Mondragon Guide. Eine 12er Hedge nicht so gut. 12er Hedge was, wie, wo, wann? Welche Situation? Ja, weiß ich nicht, da steht ja hier nicht. Jetzt überfordert das ist aber wichtig, ja welche Startposition, welche Map, das spielt doch alles eine Rolle. Ja, steht hier aber nicht. Vielleicht hat Mondragon nur geschrieben, 12er Hedge ist schlecht. Vielleicht hat das aber nicht so stimmt, Montag und einfach gesagt, 12 Wedge ist schlecht. Egal wann, wie, wo, warum. Ja, vielleicht hat er das einfach so gesagt. Ich darf nicht, ich weiß nicht, der grillt, glaube ich, heute wieder oder so. So, ich glaube, ich habe die polnische Hymne dann soweit parat. So, das heißt, wir können jetzt doch die nicht. Polnische Hymne spielen. Ich weiß nicht, ob wir Ton haben von meinem Rechner, aber... Der Sieger der Europameisterschaft... 2008. Meet Your Makers, Jaber. Jaber. So, da läuft die Hymne. Schon Wahnsinn, ne? Stimmt. So, ja, übrigens, das ist das, was jetzt danach kommt, ist auch für StarCraft-Fans eine Sache, die man sich anschauen sollte, nämlich Deutschland gegen Schweden in Counter-Strike. Verstehe jetzt nicht, aber ja, sollte man sich schon anschauen. Warum das jetzt gerade für StarCraft-Fans, aber... Ja, auch, ich sage auch für StarCraft-Fans, nicht besonders für StarCraft-Fans, sondern auch für StarCraft-Fans. Mhm. Weil es nämlich so das Top-Spiel ist, also das entscheidet im Prinzip darüber... Deutschland-Schweden, hast du gesagt? Deutschland-Schweden, ja. Ist das nicht quasi sowas wie Italien-Frankreich? Das war ja auch ein super spannendes Spiel. Ja, nee. Also ich glaube, es ist eher Deutschland-Portugal. Okay, Deutschland-Portugal. Das war grandios. Ja. Wer ist von... Ich dachte, du willst noch eins spielen hier. Nee, willst du nicht? Will ich noch? Ich weiß nicht. Ja, eins geht eigentlich schon noch. Die Zeit wäre da, ne? Richtig. Ja, will noch einer? Will noch wer? Ja. Wer ist noch nicht abgeschreckt, nachdem ich zwei Zuschauer verkloppt habe? Verkloppt, ja. Ja, ist auch egal.
Naja. Ja, bei Kara bist du ja sofort rausgegangen. Wie? Das war ich nicht. Da hast du dich nicht getraut. Der hat Posse aufgemacht. Da ist ein Spiel namens... Oh, schon direkt ein Spiel. Longinus. Schizo, alles klar. Alles klar. GLHF. Have fun, GG, good luck. Wie man so sagt im Battle.net. Sobald ich den Map-Download habe. Ich weiß noch nicht, warum ich diese Longinus-Version nicht habe, aber das gibt ja immer Tausende. Ja, und die heißen dann immer anders. So, jetzt geht's los hier. Spielen wir gegen Random wieder oder gegen... Protoss, wie es aussieht. Protoss. PVZ-Skills. Wieder mal. Hätten wir auch im Finale gesehen. Jetzt kannst du sie aufs Parkett legen. I'll do my very best, ja. Miss Sophie. Same procedure as last game. The same procedure as every game. James. Sehr wohl. So, auf geht's. Ich hoffe, du bist nüchtern, wenn du hier spielst, sonst wird das nämlich nichts. Ah, doch, klar. Ich bin immer nüchtern. So, das haben wir Longinus so. Ja, also J-Bag gegen Samus ist dann damit endgültig abgesagt. Wenn wir nicht mehr haben, vorbei, aus, Schluss. Tut es leid für alle, die deswegen eingeschaltet haben. Aber man steckt nicht drin, ne? Ja, der Typ war er so heiß auf diesen Titel. Und jetzt sowas. Ein bisschen enttäuschend. Sehr enttäuschend sogar. So, Longinus, wir wissen, hat 3 Startpositionen. Wir haben sie oft genug gesehen als Map, die hier gespielt wurde. Eine da, wo du gerade bist, und dann in einem Dreieck, einem gleichseitigen. Leute, quasi. Ich kann noch nicht. Ja, also, chatten. Wenn ihr mit uns reden möchtet, benutzt bitte die ESL4 Commons. Das wäre echt Knorke. Ja. Und da könnt ihr dann ziemlich simpel. So, eigentlich muss ich das jetzt kürzer halten als die Games davor, ne? Nein, das heißt, Tackling Rush? Nein. 6 Pool. Das ist schon ein bisschen zu spät dafür. 5 Pool. Sorry. Nein, ich werde einen 9 Pool machen. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ja, das ist aber jetzt nichts so Besonderes. Also ein 9-Pool ist ein ganz normales Spread halt. Ja. Und schwächt dich natürlich fürs Midgame ein bisschen. Damit werde ich auch nicht gewinnen. So, haben wir schon die Startposition entdeckt. Das schwächt mich auch nicht. Es geht einzig darum, dass er halt jetzt dann nicht die Fast Expansion so locker durchziehen kann. Ja. So, deine APM sinkt im Rapide. Oh ja, ich habe auch gar nichts gemacht, sondern zu dir rüber geschaut. Das wissen natürlich die Zuschauer in dem Moment dann nicht. Ja, aber das wäre jetzt noch viel mehr eine Demütigung, wenn du währenddessen woanders hinschaust und trotzdem gewinnst. Aber ist ja auch Startphase, ne? Da ist das nicht so wichtig. So, da kommen die Linge. Da werden wir mal sehen, wie er so spielt. Ich glaube, ich bin ein bisschen hoch unterwegs. Oh, jetzt geht's los hier. Was denn? Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da eben seine Sonde vorbeigefahren ist, aber es bis jetzt nicht in meine Basis geschafft hat. Vielleicht hat sie sich verfahren auf dem Weg. Ja, das ist eine vertrackte Situation. So, hier abziehen und... Ne? Also hier. Ich bin sehr gespannt. 6 Zerklinge unterwegs in die gegnerische Basis. Da vielleicht hat er einfach zu früh gescoutet. Du gehst jetzt an die falsche Position. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Er war hier auf der Rampe und fuhr auch da runter. Also er müsste eigentlich. Das wäre natürlich der Ultra-Fake dann, wenn das klappen würde bei ihm. So, ich sehe da keinen auf der Startposi. Da hast du recht. Da muss ich runter. Also offenbar hat er ganz früh eine Sonde losgeschickt. Aber schon extrem früh, dass die da schon. Da war es der Overlord gerade diese Rampe überquerte. Das hat dich jetzt schon ein bisschen Zeit gekostet. Da oben kann er nicht sein. Check ich mal kurz, was da unten ist. Ah, das ist er auch nicht. So, da kommen 2 Berserker. Und du wirst ihm jetzt einfach in die Basis durchlaufen. Das hast du gut erkannt. Ja, oh, aber schon 2 Gate, ja. Hat schon den dritten Berserker fertig. Jetzt hier ein bisschen Eco-Schaden noch anrichten. Ich habe noch keinen Speed, das ist momentan noch ein bisschen das Problem, wenn ich gleich das Speed ab. So, was kommt jetzt? So, jetzt beides parallel hier steuern, das ist natürlich nicht so leicht. Jetzt nochmal in die Eco rein. Erste down, zweite down, dritte Sonne geht auch down. So, einige Schaden eigentlich, das macht er nicht so gut hier, seine Eco zu verteidigen. Ich kann nochmal rauskommen.
So, jetzt kommt die nächste Hatch, das ist dann die dritte. Und Gas währenddessen auch schon. So, jetzt noch mehr Eco-Schaden kann eigentlich nicht mehr verursacht werden. Was macht der denn da? Ah, jetzt sind hier mittlerweile 6 Berserker. Also kannst du nur hoffen, dass der den nicht in die Basis läuft mit denen. 7 Berserker. Alle auf dem Weg nach außen schon. Einer verteidigt hier noch die Minerals. Ja. Jetzt muss ich ja zusehen. Die Berserker werden dann gleich loslaufen. Zu mir. Deswegen muss ich ein bisschen gucken, dass ich mich jetzt hier verteidige. Das Problem ist, ich habe den Creep noch nicht so. Ich habe halt nur diese... Es wird jetzt eine ziemlich erbärmliche Defense da oben. Ach komm, ich lasse lass die eine bleiben und baue sie weiter unten. So, deine. Das bietet sich auf Longinus an, diese Engstellen zu benutzen. Geh mal entgegen, mal gucken, wann er kommt. Brauche jetzt eh gleich wieder einen Overlord. Dann habe ich nämlich die... Das ist die Frage, ob er direkt jetzt angreift. Er sollte. Das ist seine einzige Chance. Also er hat schon einigen Eco-Schaden erlitten. Da war nicht mehr viel übrig, ne? Ne? Rein Eco-mäßig kann er sich nicht mehr viel erlauben. So, und die Berserker stehen am Eingang in einer schönen Reihe und blocken das. Interessant. Ich weiß noch nicht, was er sich davon erhofft, aber ist okay. Dann weiß ich auch jetzt schon wieder, was ich vorhabe als nächstes. So, der Overlord fliegt jetzt langsam los, um ihm in die Basis zu schauen. Was ist denn das Rote da links oben? Wie ich dich darauf hingewiesen habe. Und er baut hier einfach Cannons und hättest nicht da bemerkt. Guck mal, ich hab doch eben extra hier unten geschaut, ne? Eieiei. Es ist weg mit einer cheesy Strategy hier. Nicht schlecht. Aber ich habe hier extra geguckt, weil ich dachte so, wo ist die Sonde? Ja. Und da, von rechts unten kam er letzten Endes. So, jetzt stehen hier schon die Cannons. Aber mit den Zeitlingen soll das kein Problem sein. Sind auch nicht besonders clever gestellt, ehrlich gesagt. So, und da wirst du die nächste auch erwischen. Denk, oh, da steht aber noch mehr unten. Das ist aber egal. Das ist, es ist nur die Schmiede, siehst du. So, jetzt greift er hier an. Und das könnte das GG sein. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Das wird auch das GG. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch ist. Jetzt gleich die Sunken Lock verlieren. Wart's ab, wart's ab. Der hat ja auch nichts mehr. Aber es ist ein lustiges Spiel. Baut er hier eine Cannon hin? Okay. Könnte demnächst unser Great Moment werden. So, du bist wieder in seine Basis unterwegs. Ja, eigentlich wollte ich nur den Berserker abfangen, ja, aber der ich Berserker, war ein bisschen schnell. Kein A-Klick, sondern einen direkten Bewegen-Befehl bekommen und deswegen hat er keine Gegenwehr geleistet. So, jetzt muss ich ja, eigentlich muss ich ein bisschen was für meine Eco tun, aber ich will das Spiel halt jetzt eigentlich auch schnell beenden. Ich gehe halt davon aus, dass ich jetzt nicht mehr als 3 Mutas brauche. Er wird hier nichts haben. Das ist jetzt mal meine Hoffnung. So, die Schmiede ist da bald abgerissen. Wenn er dann Upgrade im Bau hatte, dann hat er damit keinen Erfolg errungen. So, 3 Mutas sind unterwegs. Viel mehr kannst du auch nicht bauen, weil mineralienmäßig sieht es jetzt nicht so gut aus. So, da wird gerade erst der Kybernetikkern gebaut. Und die Schmiede ist weg, das heißt, er kann nichts mehr machen. Das sollte das GG sein, eigentlich. Ja, sieht so aus, ne? Er hat vielleicht noch ein paar Cannons gebaut am Eingang. Oh ja, bei sich am Eingang. Ja, ja. Das ist richtig, die hat er, aber es nutzen die 2 Cannons da jetzt noch. GG. So, hat er noch gedreht, der Christian. Diese Cheesies, ne? Ist er nicht mehr weit zum Sieger
Der nächsten EM. Der nächsten EM, richtig. Aber gegen diesen Schieß bin ich auch noch so dermaßen anfällig, weil ich an solche Dinge einfach nicht mehr denke. Das ist nicht mehr im Kopf drin. Sowas. Ja, sowas halt. Ja, damit endet auch dann unsere EM-Sendung. 3:0 für mich. 3:0 für dich, ja. Christian ist Europameister der Herzen. Oh nee, nicht, sag nicht Meister der Herzen. Ich habe da in letzter Zeit was hier gesehen, daran will ich nicht erinnert werden. Okay. Ach ja. Nee, aber wir haben das nächste Mal, glaube ich, eine richtig schöne Sendung, weil wir haben dann natürlich Berichte aus Paris. Erstmal haben wir Wochenende ganz tolle Sachen. Da könnt ihr direkt auf unserer Seite, werdet ihr erfahren, wo ihr das schauen könnt. Wie gesagt, da steckt unsere Arbeit dahinter, also schaut es euch auf jeden Fall an. Es wird richtig, richtig gut und dann auch sehr interessante StarCraft-Matches zu sehen sein. Ne? Ne? Kann man auf jeden Fall. Ich gehe davon aus. Also bei den Spielern, die da anwesend sein werden, ist es für mich auf jeden Fall ein Must-See. Das heißt, ich werde das nächste Wochenende kellern. Und mir das ist meine Ansage. Quasi ESL-TV angucken und zumindest mit meinen Jungs, die überall mit der Kamera ins Bett gehen und was auch immer. Also wie gesagt, die Streams gibt es dann auf der Blizzard-Seite zu sehen, die solltet ihr nicht verfehlen, ansonsten gibt es auf unserer Seite auch nochmal entsprechend die Ankündigung, die Verlinkung, wo das denn anzufinden ist. Und jetzt machen wir weiter mit dem Counter-Strike Source European Nations Championship, langer Name, aber Deutschland gegen Schweden. Ist in Counter-Strike ein weit besseres Spiel, als es im Fußball wäre. Davon gehe ich mal aus. Das ist der Knaller. Wir haben Pre und Undi im Studio. Die werden mit uns zusammen das machen. Jaber ist Europameister. Sam war leider nicht da. Schade. Kann man aber nichts machen. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder mit dem King of the Hill. Schaltet auch dann wieder ein für StarCraft. Und jetzt CSENC. Bis dann. Ciao.